Ich auch. Oh. Jetzt geht's mir besser. Herr Wirt, noch 3 Biere. Sie haben aber auch geschlungen, mon général. Ja, der Hunger, wissen Sie, der Hunger. Aber was wissen Sie schon, Hochwürden? Ihr Anliegen ist ja die Seele. Interessant, das von Ihnen zu hören, Oberst. Bisher haben Sie doch die Existenz einer Seele immer geleugnet. Noch seit ich pensioniert bin, habe ich mehr Zeit, in mich hineinzuhorchen. Und? Haben Sie da drin irgendwas? Nein. Wollen Sie sich jetzt den ganzen Abend so unterhalten? Ich denke doch, wir sind zum Skatspielen hier. Ja, ja, schon recht, Doktor. Wo sind die Karten? Da. Ach, Pfui, Parkmann, Sie haben mit Ihrem Ketchup gekleckert. Da sehen Sie sich doch mal den Pickbuben an. Oh ja. Das sieht ja aus wie Blut. Ich bin zerknirscht, mein Lieber. Walten Sie Ihres Amtes, Herr Doktor, verbinden Sie den Pickbuben. Apropos Blut. Hat einer von Ihnen diesen blödsinnigen Krimi am Sonntag gesehen? Nein. Wieso? Ziemlicher Schwachsinn. Zuerst bringt einer einen anderen aus Mitleid um und dann begeht er Selbstmord aus Begeisterung. Unter dem Himmel und im psychologischen Roman ist kein Ding unmöglich. Ein bisschen wirr, oder? Mord aus Mitleid kann ich ja noch verstehen, aber Selbstmord aus Begeisterung... Ja, natürlich. Aber Mord ist ja offenbar wichtig und weit verbreitet. Sonst wäre das Fernsehen nicht dauernd voll davon. Es treibt deine Leiche im Fernsehkanal. Wie war das jetzt mit Skat? Moment. Ich wollte noch auf was anderes hinaus. Sehen Sie mal, Krimis zufolge bringt dauernd jemand irgendwen um. Mit allen unmöglichen Motiven. Eine knappe und präzise Darstellung der Weltgeschichte. Ja, und da habe ich mich spaßeshalber gefragt, ob ich wohl auch jemanden umbringen könnte. Ob ich ein gutes Motiv hätte, ein Loch ins Universum zu machen. Nette Idee, Herr Oberst. Und, haben Sie jemanden gefunden? Ja. Hoffentlich kein Katholik aus meiner Pfarre. Ich mag nicht schon wieder beerdigen. Koff, also nun vergessen Sie mal, dass Sie Arzt sind und Sie, Bergmann, benehmen sich mal einen Moment lang nicht wie ein papistischer Schamane. Ah. Und wozu? Für ein kleines Experiment. Was für ein Experiment, Centurio? Stellen Sie sich vor, Sie wollten oder sollten jemanden umbringen. Möglichst einen, den wir alle kennen oder eine, die wir alle kennen. Ne? Als Diener des Herrn weise ich das natürlich empört zurück. Als Privatperson... Da habe ich einen Kandidaten. Ich auch. Ungern, wie ich zugeben will. Ausgezeichnet. Meine Herren, bleiben wir diskret, nennen wir keine Namen, jedenfalls nicht laut. Na? Wer ist es und warum? Fangen Sie doch an. Na, wenn Sie meinen. Also, mein Kandidat ist der Apotheker. Hermann Wilsing. Ich muss schon sagen, so ein Zufall, den habe ich auch. Offenbar haben wir alle drei den gleichen potenziellen Leichnam im Sinn. Sehr seltsam. Sehr befriedigendes Experiment. Wieso eigentlich Experiment? Schauen Sie, es ist ganz einfach, ganz einfach. Im Fernsehen werden die irrsinnigsten Motive ausgetüftelt. Ja. Und hier sitzen wir drei... Jeder hat vermutlich ein gutes Motiv, den Apotheker umzubringen. Und trotzdem tut es keiner von uns. Ich komme also zu dem Schluss, wenn schon jemand, gegen den es gute Mordgründe gibt, nicht umgebracht wird, dann ist alles, was uns an abenteuerlichen Motiven vorgesetzt wird, erst recht Unsinn. Ja, das kann schon sein, aber was für ein Motiv haben Sie denn, Oberst? Und Sie, Bergmann? Ja, ich weiß nicht. Ob ich das erzählen kann? Es fällt nicht unter das Beichtgeheimnis, aber... Ja, wir sind diskret, nicht wahr, Koff? Ja, selbstverständlich. Bergmann, von uns wird keiner ein Wort erfahren. Also, mein Motiv... Das ist ein blödsinniges Wort. Jetzt rede ich schon so, als ob ich ihn wirklich umbringen wollte. Ich habe was gegen Herrn Wilsing. Das gebe ich gern zu. Sie wissen, dass ich viel mit Jugendlichen zu tun habe und die Jugendlichen Drogenprobleme machen, nicht vor der Kirche halt. Nun gut, vor einigen Jahren ist ein sehr starkes Beruhigungsmittel vom Markt genommen worden, weil es süchtig macht. Und bei Gewöhnung ist der Effekt ähnlich wie bei Morphium oder so. Ich weiß,
Ja, und bitte sehr, ich weiß es genau, dass der Apotheker Wilsing damals seine Restbestände, und die waren beträchtlich, nicht vernichtet oder zurückgegeben hat. Ich weiß nicht, wie er es geschafft hat. Schließlich werden ja auch Apotheken mal kontrolliert, ja. Aber jedenfalls muss er kurz vor dem Verbot dieses Mittels Mengen davon nachbestellt haben. Und er hat sie anschließend gewinnbringend schwarz verkauft. Er hat mindestens 3 Jungens, die ich kenne, auf dem Gewissen. Aber natürlich kann ich nichts beweisen. Wilsing als Dealer. Das finde ich sehr aufregend. Dies? Aber wieso aufregend? Weil mein Grund, ihn nicht zu mögen, praktisch das Gegenteil ist. Nicht Abgabe von Drogen, sondern die Nichtabgabe eines Medikaments. Der Apotheker Wilsing scheint ein in seiner Unersprießlichkeit vielseitiges Kerlchen zu sein. Also nun halten Sie doch bitte mal den Mund, Eminenz. Goff, was ist das für eine Geschichte? Eine arg unerfreuliche. Also, Wilsing hat sich geweigert, einem Kunden ein von mir aufgeschriebenes Mittel zu geben. Es handelte sich um ein starkes Notmedikament für akute Angina pectoris. Das Rezept war, es war verfallen. Aber erstens nur 4 Tage und zweitens kannte Wilsing den Fall und wusste, dass der alte Herr gefährdet war, um den es ging. Wissen Sie, wir Ärzte haben ja immer von dererlei Sachen eine Notration in der Tasche, aber an dem Tag hatte ich schon 2 Patienten mit Angina pectoris zu Hause besucht und ich hatte nichts mehr. Als ich beim 2. Patienten war, auf dem Land, und da muss man mich gesehen haben, riefen die Angehörigen dieses alten Mannes von einem Hof aus an. Er hätte wieder Schmerzen in der Brust. Das war so eine undurchsichtige Sommerwetterlage. Und weil die Leute näher an der Stadt waren als ich in diesem Moment, habe ich den Sohn des alten Herrn gebeten, schnell mit dem Rezept, das er noch von mir hatte, zur Apotheke zu fahren. Es war Mittwoch und Wilsing hatte Notdienst. Und er hat nach dem Buchstaben des Gesetzes korrekt das Rezept wegen Überschreitung des Datums nicht angenommen, obwohl er mich und den Fall kannte. Dann ging ein telefonischer Hickhack los und schließlich hat er das Medikament doch rausgerückt. Aber genau die 10 Minuten zu spät, die der alte Mann brauchte, um zu sterben. Ja, deshalb kann ich Wilsing nicht leiden. Ich glaube, Ihr Motiv ist besser als meins, Doktor. Sie haben den ersten Schuss. Oh, besten Dank. Übrigens, abgesehen davon, er ist einfach ein mieses Stück der Apotheker. Ja, und was für ein Motiv haben Sie denn, Oberst? Ja, meins ist ähnlich wie das von Ihnen, Bergmann. Ja, Rauschgifthandel. Anno 43 an der Ostfront war Wilsing Apotheker beim Divisionsstab. Er hat Medikamente unter der Hand verkauft an die Bevölkerung, aber auch an einige höhere Offiziere. In der Nähe lag eine SS-Einheit und die hatten ein paar hochrangige Morphinisten. Ja, das war ja auch nicht weiter schlimm, denn das kleine Lazarett lag relativ weit hinter der Front und der Nachschub kam so regelmäßig, dass Wilsing seine Geschäfte zeitlich genau abstimmen konnte. Bloß einmal ist kein Nachschub gekommen, weil die Maschine abgeschossen wurde. Und da saß Wilsing ohne Betäubungsmittel. Ich habe mit einer kleinen Verletzung auf der Station gelegen, deshalb weiß ich das so genau. Dann ist ein junger Offizier eingeliefert worden mit einer grässlichen Bauchwunde. Er hatte keine Chance. Aber normalerweise hätte er Opium oder Morphium bekommen und wäre sanft eingeschlafen. Ja. Aber der Apotheker Wilsing hatte alles Morphium verscherbelt. Ja, ja, ja. Und der Offizier hat 24 Stunden lang geschrien, bis er endlich gestorben ist. Ich habe es die ganze Zeit gehört. Entsetzlich. Und Sie wissen, das ist Wilsing war. Ja. Ich konnte nur zuerst nichts tun. Machen Sie mal als kleiner Leutnant was, wenn der Herr Apotheker von SS-Offizieren gedeckt wird. Und dann brach vor uns die Front zusammen. Eine ganze Reihe Personal und Patienten ist dabei umgekommen. Angeblich auch Wilsing. Russische Artillerie. Tja. Und als ich ihn dann 1971 hier wiedergesehen habe, war natürlich alles verjährt. Ne?
Übrigens, der junge Offizier, der in dieser Weise damals verreckt ist, war mein älterer Bruder. Das ist mein Motiv. Oh Gott. Lassen Sie den aus dem Spiel. Ja, ich teile Ihre Betroffenheit und respektiere Ihr Motiv, lieber Freund, trotzdem. Und Sie werden mir das sicher nicht übel nehmen, sollten wir uns jetzt nicht in Sentimentalitäten verlieren, sonst kommen wir nicht mehr zum Skatspielen. Ja, natürlich. Außerdem wissen Sie, es tut nach all der Zeit nicht mehr so weh. Mir trotzdem erstaunlich, dass wir alle den gleichen Kandidaten für einen Mord haben. Und wenn man sich den Kandidaten näher ansieht, da ist das gar nicht erstaunlich, finde ich. Aber Sie sehen, drei gute Motive, Wilsing umzubringen und Wilsing lebt. Und es gibt, so wie Wilsing nun mal gebaut ist, bestimmt neben uns noch andere Leute, die gute Gründe hätten, den Apotheker umzubringen. Ich meine, jemand, der dreimal Böses tut, hört damit nicht auf. Aber Wilsing lebt. Und ich ziehe daraus den Schluss, dass die Krimis mit ihren an den Haaren herbeigezogenen Motiven samt und sonders Stoss sind. Wenn schon Leute bei wirklich guten Motiven nicht umgebracht werden. Andere Frage, Oberst. Wie würden Sie ihn denn umbringen? Auch ganz einfach. Ich würde es an einem Mittwochabend machen, an dem Wilsing keinen Notdienst hat. Ja, wieso ausgerechnet dann? Ja, Sie wissen, dass Wilsing einen Sohn hat. Und Wilsing Junior soll demnächst die Apotheke übernehmen. Er arbeitet ja schon lange mit. Aber Wilsing Junior spielt in einer Freizeitmannschaft Fußball. Und die trainieren am Mittwochabend. Also ist Wilsing Senior dann allein. Moment mal. Wohnen Vater und Sohn zusammen? Ja, über der Apotheke, dritte Etage. Der Junior ist aber nachts oft bei seiner Freundin. Ich glaube, die wollen bald heiraten. Sie sind ja bestens informiert. Oh, in der Nachbarschaft weiß man sowas eben. Also, Mittwochabend. Im Ort gibt's drei Apotheken, also ist Wilsing in der Regel alle drei Wochen mit Mittwochsdienst dran. Zweimal im Monat, wenn er keinen Notdienst hat, macht der alte Wilsing abends die große Buchführung. Inventur und Nachbestellungen und so. Aber wieso macht er das nicht nachmittags? Mittwoch sind die Apotheken doch nachmittags dicht. Außer sie haben Dienst. Wilsing ist Frischluftfanatiker, Sonnenanbeter. An seinen freien Mittwochnachmittagen spielt er Tennis oder macht Waldläufe oder sowas. Ne? Geschenkt, geschenkt. Weiter, weiter, weiter. Also, Mittwochabend. Ja. Der Sohn ist weg. Kein Notdienst. Der alte Wilsing sitzt ungestört bei der Buchführung. Das muss ich aufmalen. Hier, sehen Sie mal. Gucken Sie mal. Ein simples Rechteck, ne? Ja. Sagen wir, die beiden kürzeren Seiten sind Norden und Süden. Ja. Ja, stimmt sogar ungefähr. Die langen Seiten sind Westen und Osten. Ja. Also, im Norden hier, nicht, das ist die Hauptstraße mit dem großen, durchgehenden Gebäude. Rechts unten in diesem Gebäude ist die Apotheke. Daneben ein Feinkostladen und daneben eine Zahnarztpraxis. An der linken Ecke ist eine Tankstelle. Abends nach 7 ist da alles dicht. In der ersten Etage ist ein großes Immobilienbüro, in der zweiten eine Krankenkasse, auch abends alles dicht. In der dritten Etage ist Wilsings Wohnung, dazu ein paar Lagerräume. Weiter, das war also der Norden. Ja. Hier, jetzt links im Westen ist nur eine lange, hohe Mauer mit Glassplittern obendrauf. Rechts im Osten steht Ecke an Ecke mit der Apotheke das Haus mit dem großen Balkon. Gehört auch Wilsing. Da drin wohnt ein altes Ehepaar mit Hund. Oh. Daneben ist das alte Postamt. Das ist auch abends dicht. Bleibt nur die Südseite mit den drei nebeneinander stehenden Häusern, Wand an Wand. Im linken wohne ich. So. Ist ein geschlossenes Rechteck, in das niemand hineinsehen kann. Klar? Ja. Also. Wenn ich nun Wilsing umbringen will, warte ich, bis es dunkel ist, gehe einfach durch den Innenpark, klopfe an sein Fenster, da, wo er arbeitet, ne? Und erwürge ihn. Dann gehe ich nach Hause. Fertig. Aus. Klingt überzeugend. Als ob Sie es wirklich tun wollten. Das ist Unsinn. Und Sie würden ihn erwürgen. Ja, ich glaube, ich würde ihn erstechen und mir dabei einreden, es ist eine Operation. Der Himmel verzeihe mir, aber ich würde Ihnen am liebsten den Schädel einschlagen.
Ein makabrer Abend. Unser heiliger Dienstag heute. Apropos, hat Wilsing morgen Notdienst? Gut. Wollen wir jetzt vielleicht ein bisschen Skat spielen? Ja, aber bitte. Ich gebe es sogar freiwillig. So, dann wollen wir doch mal gucken, was da drin liegt. Gott, das ist ja ein entsetzliches Blatt. Naja, ich will es mal versuchen. Also. Gut, also. Herr Bergmann, 18. Ja. 20. Ja. 2. Ja. Und die 3? Die 3. Ja, eine Null, wo man keine kriegen soll. Prost. 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 Ja. Also vorgestern haben wir darüber gesprochen, wie man es machen sollte und wann. Und gestern ist Wilsing umgebracht worden. Ja. Was halten Sie davon? Haben Sie uns in Ihre Wohnung geladen, Oberst, um ein umfassendes Geständnis abzulegen? Oder wollen Sie uns mit Ihrem sauren Wein umbringen, damit Sie keine Belastungszeugen mehr haben? Also ich weiß nicht, Herr Kaplan. Aber was haben Sie gestern Abend gemacht? Er dreht den Spieß um. Aber das hilft Ihnen nicht. Ich habe Krankenbesuche im Altersheim gemacht und danach habe ich mit einem Bekannten Schach gespielt. Ach, nur so schlechte Ausrede. Wer würde schon freiwillig mit Ihnen Schach spielen? Ich, wenn Sie nichts dagegen haben, Oberst. Wir haben bis nach Mitternacht am Brett gesessen. Aber was haben Sie gestern Abend gemacht? Also, bevor Sie sich große Hoffnungen machen, die Kriminalpolizei war schon da und verdächtigt mich wohl nicht besonders. Ich habe ein gutes Alibi. Und wie soll das aussehen? Hatten Sie vielleicht gut aussehenden Damenbesuch? Als Wilsing umgebracht wurde, habe ich mir im Dritten einen Western angesehen. Das heißt nichts. John Wayne hat Sie bestimmt nicht erkannt. Wenn ich Wilsing zu der Zeit umgebracht hätte, hätte ich dem Kommissar kaum alle Einzelheiten des Films erzählen können, oder? Es war nämlich eine deutsche Erstaufführung. Nun, lassen wir doch den Unsinn mal beiseite. Wie ist das denn eigentlich passiert? Kommen Sie mal ans Fenster. Es ist hier noch fast hell. Sehen Sie da gegenüber rechts, ist die Rückseite der Apotheke. Wie ich Ihnen schon am Dienstag gesagt habe, macht Wilsing da an 2 Mittwochabenden pro Monat seine Buchführung. Gestern Abend war sein Sohn, wie üblich, mittwochs nicht da, Fußballtraining. Danach ist er zu seiner Freundin gefahren und erst heute früh wiedergekommen. Als er die Apotheke aufgemacht hat, hat er seinen Vater gefunden. Er lag im Büro, mausetot. Das Fenster zum Garten war angelehnt, alles andere war verschlossen. Die Polizei hat im Garten Spuren gefunden und weiß, wie der Mörder vorgegangen ist. Aber sie sind ziemlich sicher, glaube ich, dass sie ihn nicht finden werden. Woher wissen Sie das alles? Als da heute früh der Zirkus losging, waren wir hier aus den 3 Häusern natürlich alle im Garten sofort. Und deshalb haben wir den größten Teil der Spurensuche selbst gesehen. Den Rest habe ich dann hinterher vom Kommissar erfahren, aus seinen Fragen. Und wie ist das nun passiert? Also, von vorn. Die Tankstelle an der Ecke war zu. Dahinter ist die hohe Mauer, aber bis zu der kommt schon keiner, wenn die Tankstelle zu ist. Der Feinkostladen ist nachts natürlich auch nicht auf, ebenso wenig die Zahnarztpraxis. Sehen Sie, drüben in der ersten Etage das Immobilienbüro, nachts ebenfalls geschlossen, genau wie die Krankenkasse 1 da drüber. Außerdem haben die Jungs von der Kripo das alles schon überprüft und wissen, wo die einzelnen Leute gestern Abend waren. Von denen war es niemand. Rechts neben der Apotheke das hübsche alte Haus mit dem großen Balkon. Die alten Leute, die da wohnen, waren bei Bekannten.
und sind erst nach Mitternacht heimgekommen. Ja, Moment mal, haben Sie uns nicht dieser Tage erzählt, die haben einen Hund? Ja, das macht ja die Sache so lustig. Er bellt alle Fremden an. Aber letzte Nacht war er still. Das heißt, da der Mord nur knappe 6 oder 7 Meter von der Hundehütte entfernt verübt worden ist, dass er den Täter gekannt haben muss, nicht wahr? Es kann also nur einer von uns Anliegern gewesen sein. Uns kennt der Hund, bei keinem von uns bellt er. Nett. Und Sie sind sicher, dass Sie es nicht waren? Ja, die Post scheidet auch aus. Die hat nachts auch zu. Und aus dem ersten Stock kommt man nicht in den Garten. Ohne Hilfsmittel jedenfalls. Was bleibt? Die Bewohner dieser 3 Häuser hier. Sie, Ihr Untermieter und die Nachbarn. Richtig, Eminenz. So ist es. Ja. Und wir scheiden alle aus. Also mit anderen Worten, außer Ihnen hier kann es keiner gewesen sein. Aber es war keiner von Ihnen. Das ist schön, nicht? Der einzige andere Kandidat ist Wilsings Sohn. Aber der hat erstens ein sauberes Alibi und außerdem hat er keinen Grund, den Alten umzubringen. Vater Wilsing hat seinem Sohn nämlich vor kurzem die Apotheke überschrieben. Alles schon geregelt. Wozu sollte Junior dann noch den Vater töten? Außerdem war Wilsing Junior mit der Freundin zur Tatzeit in einer Diskothek. Und es gibt ein paar hundert Leute, also ich meine mindestens 10, die das bezeugen können. Was ist denn das da? Wo? Ach, da rechts, ja. Ja, das ist der Garten, der zum ersten Haus hier unten gehört. Den Garten meine ich nicht, ich meine den hier, gleich neben Ihren. Schön, ne? Das ist eine chinesische Landschaft in Miniatur. Mit diesen netten, rundkuppigen Hügeln, dazu ein paar Bonsais und Bambus. Und mittendurch fährt eine elektrische Eisenbahn. Mein Nachbar, er ist pensionierter Bundesbahnbeamter und sein Vater war vor dem Ersten Weltkrieg in Tsingtau stationiert. Wunderlich ist die Vielfalt der Geschöpfe des Herrn. Was ist denn eigentlich mit der langen Mauer hier links? Ja, da kommt ein hübscher Zufall zur Hilfe. In der Straße hier links wohnen Leute mit einem vornehmen Sohn. Der Herr Sohn ist nämlich Staatssekretär in Bonn. Und der Vater hatte gestern Geburtstag, also kam der Herr Staatssekretär vorbei. Er ist bis Mitternacht da geblieben und die ganze Zeit stand ein Wagen vom Personen- und Objektschutz in der Straße. Was heißt das? Es heißt, dass zur fraglichen Zeit niemand über die Mauer klettern konnte. Moment, langsam. Von vorn, damit ich nicht alles durcheinander bringe. Also, wir stehen hier. Links neben uns ist eine Längsseite des Rechtecks, eine Mauer, über die keiner klettern konnte, weil da ein Polizeiwagen oder Grenzschutz oder was immer stand. Ist das richtig? Sie begreifen heute schnell, unwürdig. Und gegenüber von uns ist die Kopfseite Ihres komischen Rechtecks, ein durchgehendes Gebäude mit Apotheke und allem anderen. Und da war gestern Abend außer Wilding niemand. Richtig? Richtig. Gut. Die Längsseite... Die rechte Längsseite des Rechtecks. Das alte Haus mit Balkon zum Garten. Und direkt Mauer an Mauer mit der Apotheke. Und die Bewohner waren nicht da. Sie waren weg, Kaplan. Und Ihr Hund hat nicht gebellt. Ausgezeichnet. Und Mauer an Mauer daneben ist das alte Postamt. Das wann um 18 Uhr schließt, ja? Die Nachtdienste finden in der neuen Post statt. Ja, und die Polizei hat alles überprüft. Zwischen den Häusern kann niemand durch. Und in den Häusern war keiner. Es hat sich auch niemand in der Post einschließen lassen. Wunderschön. Also 3 Seiten des Rechtecks sind frei von Verdacht und makellos. Bleibt die 4., Ihre. Sind Sie sicher, dass Sie es nicht waren, Sie Obrist? Ich war's nicht. Herrlich. Also ein Rechteck mit Häusern und Mauern ringsum und einen Park in der Mitte. Und in dieses Rechteck kann keiner rein. Es kann aber auch keiner raus, außer durch die Häuser. Also muss der Mörder hier irgendwo wohnen. Ungesunde Nachbarschaft. Und der Mörder muss sich hier gut auskennen. Wieso? So schwer ist es doch nicht, hier durch den Park zu laufen. Nein, aber der Mörder ist sehr geschickt vorgegangen. Nach Meinung der Polizei ist er nämlich, schauen Sie mal, da drüben ganz rechts, neben der Rückwand des Postamts, der kleine Schuppen. Was ist mit dem Schuppen? Sehen Sie, im rechten Haus wohnt ein alter Drucker mit seiner Frau. Sie wollen seit Jahren die Etage vermieten, haben sich aber nicht aufraffen können bisher. Überhaupt komisch, fällt mir gerade auf.
Das ist ja eine richtige alte Leute-Gegend hier. Meinen Sie diesen senilen Trottel? Diesen ehemaligen Feldwebel oder Feldmarschall oder sowas? Ja, den auch. Also, der alte Drucker. Er hat Druckmaschinen im Keller, das ist sein Hobby. Er gehört zu diesem Gesangverein, der immer mittwochs in unserer Kneipe grölt. Diese entsetzlichen Radau-Brüder und Schwestern, wegen deren Lärm wir uns von Mittwoch auf Dienstag verlegt haben. Genau, er und seine Frau singen da mit. Und gestern Abend, Mittwoch, waren sie singen. Und dann hat er noch ein drittes Hobby, das Wichtigste. Seinen Garten. In dem Schuppen da an der Mauer ist sein ganzes Gartenzeug. Das hat der Mörder gewusst. Wieso? Was hat der Mörder gewusst? Hat er vielleicht Wilsing mit einem Stiefmütterchen erschlagen? Oder was? Nein, nein, viel schlauer und viel wirkungsvoller. In dem Schuppen sind Hacken, Spaten, Saatgut, was Sie wollen. Und kleine Trampelbrettchen mit angenagelten Latschen. Wozu soll das gut sein? Ja, da steigt man rein, wenn man Beete glätten oder einebnen will. Und dann trampelt man. So einfach. Bauern hängen sich eine Walze hinter den Traktor und Kleingärtner machen das mit Brettchen. Ah. Und die Polizei sagt, der Mörder ist vom Schuppen aus auf Brettchen quer durch den Park gegangen. Dann hat er an Wilsings Fenster geklopft, ihn umgebracht und dann ist er auf seinen Brettchen wieder zurückgegangen. Gute Idee. Aber wenn er aus den Dingern, diesen Latschen mit Brettchen, wieder ausgestiegen ist, dann muss er doch hinterher hier in den Gärten Spuren hinterlassen haben. Ja. Aber erstens wimmeln die Gärten von Spuren, weil alle dauernd darin herumlaufen. Und zweitens waren wir natürlich heute früh alle draußen und sind hin und her gelaufen, als da drüben der Zirkus anfing. Also nichts zu finden. Wer wohnt denn noch hier? Also wie gesagt, rechts der alte Drucker und seine Frau. Im mittleren Haus wohnt unten eine gehbehinderte Dame und auf der Etage dieser pensionierte Bahnbeamte mit seiner Frau. Sie ist ein bisschen verhuscht und er spielt immer im Garten mit seiner Eisenbahn und legt neue chinesische Landschaften an. Und hier unter mir wohnt ein Komponist. Ein Kommunist? Komponist. Er macht Film, Funk und Fernsehmusik. Davon kann er ganz gut leben. Jedenfalls bezahlt er regelmäßig seine Miete. Komisch. Auch er hat ein besonderes Verhältnis zum Garten. Was macht er denn? Gräbt er vielleicht Tunnels? Nein, das macht schon der Bahnmensch hier rechts. Wenn Sie genauer hinsehen, können Sie sogar einen seiner Tunnel erkennen. Da unter diesem chinesischen Hügel. Da geht die Bahn durch. Ach, ja. Übrigens ein Terror bei Regen. Da müssen immer schnell alle Gleise abgebrochen werden. Aber im Moment haben wir ja gutes Wetter. Ja, also was hat der Komponist mit dem Garten? Ein Verhältnis, sagten Sie? Frugale Erotik? Nein, nein, nein. Er braucht den Garten, um zu komponieren. Die schöne, große, alte Weide da in der Mitte. Wie komponiert man mit einer Weide? Hängt er da Wienzecke rein? Fast. Neben seinen Auftragsproduktionen macht er eigene, zum Teil sehr ausgefallene Orchesterwerke. Ein bisschen bizarr. Er hängt oft Schalmeien und Gongs und kleine Flöten oder sowas in die Zweige. Schauen Sie, wir sind hier an der Südseite der Gärten, also des Parks. Und wir haben fast immer Westwind. Der kommt dann über die Mauer, ist also fast ungebrochen. Wenn mein Untermieter seine Instrumente in die Zweige hängt, spielt ihm der Wind ein Konzert. Was sind denn das alles für Instrumente? Na, meistens selbstgemacht. Er hat in einem Kellerraum eine kleine Schreinerei eingerichtet. Also, Schalmeien ist nicht das richtige Wort, es sind eher... Wie heißen diese Gefäße? Kalebassen, glaube ich. Ja. Unterschiedlich groß, unterschiedlich krumm. Zusammen mit den verschiedenen Gongs kann das ein unheimliches Jaul-, Heul- und Winselkonzert geben. Manchmal kommen aber auch sehr hübsche Klänge zustande. Der Komponist sitzt dann mit Papier und Bleistift, manchmal auch mit Tonband, im Garten. Hinterher mischt er die Töne nach merkwürdigen Gesetzen auf dem Klavier. Wohnt er schon lange hier? Ja, den habe ich übernommen, als ich 1971 das Haus gekauft habe. Er wohnt schon seit, ich weiß nicht, Anfang der 60er Jahre hier. Ja. Und wir haben einen langen Mietvertrag. Wozu soll ich ihn rauswerfen? Überhaupt, der hat ganz tolle Musik geschrieben. Mit tollen Titeln. Also einer ist Lamento des westlichen Windes zugunsten der Regenpauke. Und ein anderer heißt, warten Sie mal, Windfuge für Holzbläser mit Speichelperkussion. Erzählen Sie uns lieber mal, auf welche Weise Wilsing eigentlich umgekommen ist. Also erinnern Sie sich... Ja, sagen Sie mal, wollen wir uns nicht vielleicht mal setzen? Aber reizend. Ja.
Ja. Prost übrigens. Prost. Prost. Also, unser Gespräch vom Dienstag. Ich wollte ihn erwürgen. Sie, Doktor, wollten ihn erstechen. Ja, ja. Und Sie, Herr Bischof, wollten ihn erschlagen, nicht wahr? Ja, ja. Und wer hat Recht bekommen? Wir alle drei. Ach. Und das ist das besonders Feine daran. Nach Ansicht der Polizei ist der Mörder eingestiegen, nachdem Wilsing ihm aufgemacht hatte. Das heißt, der Mörder muss Wilsing bekannt gewesen sein. Und nicht zu vergessen, der Hund hat nicht gebellt. Und der Mörder kannte diesen Werkzeugschuppen mit den Bretterlatschen. Also, Wilsing lässt den Mörder durchs Fenster reinkommen. Als Wilsing ihm irgendwann den Rücken zudreht, wirft der Mörder ihm eine Schnur oder Drahtschlinge über den Kopf und zieht zu. Wilsing wehrt sich. Der Mörder zieht weiter und packt mit einer Hand einen schweren Aschenbecher von Wilsings Schreibtisch. Dann haut er ihm den auf den Kopf. Schließlich, weil Wilsing immer noch nicht ganz tot war, hat er ihm seinen eigenen Brieföffner ins Herz gestoßen. Dann hat er alle Abdrücke verwischt und ist durchs Fenster verschwunden. Wie im Wilden Westen, übel, übel, übel. Kann uns vielleicht jemand belauscht haben? Das ist doch sehr komisch, dass alle drei von uns bedachten Varianten verwendet werden. Oder Zufall? Zufall, zwangsläufig, was weiß ich. Jedenfalls seltsam. Ja, aber wer kann es denn gewesen sein? Am Nebentisch hat doch niemand gesessen. Na, lassen wir den großen Unbekannten beiseite. Jetzt rede ich schon wie ein Mitglied eines Detektivbüros. Wir können ja eins aufmachen. Das Triumvirat. Der Pfarrer, der Oberst und der Medizinmann lösen alle Rätsel. Rufen Sie uns an, wir rufen Sie nicht an. Schönes Triumvirat. Also, die Polizei weiß nichts? Nein, nein. Die gehen offenbar davon aus, dass es nur drei Leute gewesen sein können. Das heißt also mit mir vier. Und dass keiner von uns es war. Vor allem hat keiner von uns ein Motiv. Ja, Moment mal, sind Sie da so sicher? Der Drucker mit seinem Garten, der Bahnmensch mit seiner Garteneisenbahn, der Komponist mit seinem Musikbaum und Sie, da müsste sich doch ein Motiv finden. Abgesehen davon, dass Sie eines haben, wie wir wissen. Ja, denken Sie, Entschuldigung, an Ihren Bruder. Ja, sicher, aber das wissen ja nur wir drei. Die Polizei weiß es nicht. Außerdem hätte ich, wenn das Motiv so stark wäre, Wilsing schon längst umgebracht. Lassen wir die Motive mal beiseite. Wer hat eine Gelegenheit? Was mit Ihnen? Achso, Sie hatten ja ein Rendezvous mit John Wayne. Ne? Das war Randolph Scott, aber der Unterschied ist nicht sehr groß. Was mit Ihrem Untermieter, dem Baumkomponisten? Ich bin... Nein, andersrum. Er hat mir den Western mit einigen seiner wilderen Improvisationen am Klavier untermalt. Das dringt natürlich durch, aber er ist rücksichtsvoll. Er fragt immer, bevor er sehr spät zuschlägt. Ich gehe auch selten vor Mitternacht ins Bett, da stürzt mich dann auch nicht mehr. Sie meinen, er hat zur wahrscheinlichen Tatzeit Klavier gespielt? Ja. Und dann war er kurz bei mir, um mich zu fragen, ob es mich stört, wenn er noch eine bestimmte Sequenz auf dem Cello ausarbeitet. Ob ich früh ins Bett gehen will. Ach, Cello spielt er auch. Ach, ja. Sehr verschieden in seinem Lärm, dieser Komponist. Ja. Ich habe ihm gesagt, dass mich das nicht stört. Eine Weile danach bin ich kurz auf die Toilette gegangen. Da habe ich gehört, dass er gerade duschte. Sein Bad ist genau unter meinem. Und beim Duschen hat er gesungen. Also, kurz gesagt, er kann es nicht gewesen sein, weil er zur Tatzeit musiziert und danach geduscht hat. Genau. Ja. Und zwar hat er abscheulich gesungen. Ah. Was ist mit Ihrem Eisenbahner nebenan? Ach, der liegt seit ein paar Tagen mit einer dicken Sommergrippe im Bett. Heute früh war er kurz draußen bei dem Aufruhr, aber er sah sehr schlecht aus, hatte Fieber und war heiser. Sie können sich bei Ihrem Kollegen erkundigen, der ihn behandelt. Nein, der scheidet aus. Und seine Frau? Ich sagte doch zierlich und verhuscht. Und die soll den schweren, gut austrainierten Gesundheitsapostel und Sonnenanbeter Wilsing mit einer Schlinge, einem Aschenbecher und einem Brieföffner umgebracht haben? Dazu gehört mehr Kraft als zwei von ihrer Sorte zusammen. Und wer wohnt im Parterre? Oder dem Eisenbahner? Ja. Eine gehbehinderte Dame, vergessen Sie es. Also bleibt nur noch der alte gärtnernde und singende Drucker mit seiner Frau. Wir sind ja wegen des Gesangs umgezogen von Mittwoch nach Dienstag. Vielleicht hat der Drucker den Apotheker totgesungen. Schlimme Todesart bei diesem Lärm, den die immer machen, denke ich.
Ja, aber die waren gestern Abend singen, wie üblich, und die kommen normalerweise erst gegen Mitternacht heim. Und da war Wilsing längst tot. Also, der junge Wilsing war mit seiner Freundin in einer Diskothek. Die alten Leute aus dem Haus mit Balkon da hinten waren bei Freunden, ja? Der Drucker und seine Frau waren singen. Ihr Nachbar, der eine elektrische Eisenbahn durch die chinesische Miniaturlandschaft seines Gartens jagt, lag mit Fieber im Bett. Seine Frau ist zu schwach. Sie haben ferngesehen und ihr Untermieter hat komponiert und geduscht. Sehe ich das richtig? Genau. Von uns hier kann es keiner gewesen sein. Und ein anderer als einer von uns kann es auch nicht gewesen sein. Nach den Gesetzen der Logik müsste Wilsing dann noch leben. Woran Sie sehen, dass die Logik nicht das Leben ersetzt. Wie steht's denn mit den Motiven? Hatte einer von denen hier ringsum Streit mit Wilsing? Nicht, dass ich wüsste. Wem gehört denn eigentlich dieser ganze Innenpark hier, abgesehen von den kleinen Gärten an dieser Seite? Na, der Rest gehört Wilsing. Gehörte. Jetzt gehört er seinem Sohn. Und kein Anlass für Ärger? Keiner, im Gegenteil, obwohl mich das bei Wilsing eher verblüfft. Sehen Sie, Wilsing gehören etwa 2/3 der Innenfläche unseres Rechtecks. Die beiden Gärten gehen über 1/3 hinaus und auch die Weide unseres Komponisten steht auf Wilsings Grund. Aber er hat nie etwas dazu gesagt. Alle haben beinahe freundlich miteinander verkehrt. Noch jemand Wein? Ach, ja, bitte. Ja, bitte. Ja. Danke. Danke. Okay. Und vielleicht war Wilsing plötzlich allergisch gegen die elektrische Eisenbahn nebenan. Wieso? Die kleinen Berge mit Stollen und Tunnels, die Miniflüsse und winzigen Seen mit Brücken? Was soll ihn daran stören? Ich glaube, er fand das sehr lustig. Es fehlt, dass Ihr Nachbar auch noch Goldfische züchtet und die im Sommer mit der Eisenbahn durch den Garten kutschiert. Toll. Tja, ja, und wir beide, der Pfarrer und ich, haben auch gute Alibis für gestern. Außerdem hat keiner von uns einen Schlüssel zu diesen Häusern. Sagen Sie mal, ich hab's. Wozu soll ich sagen, ich hab's? Ach, Sie doch nicht. Ach so. Ich glaube, ich hab's. Sie kennen doch das Lokal, in dem diese Radau-Freunde singen und wir Skat spielen. Natürlich, wieso? Stellen Sie sich vor, Sie tun so, als hätten Sie ein Magenleiden. Was weiß ich, meinetwegen Verstopfung. Sie gehen zur Toilette. Vom Gang zur Toilette kommt man aber auch zur Hintertür. Der Drucker geht nach Hause, steigt in seine Bretterschuhe, bringt Wilsing um, kommt zurück ins Lokal und behauptet, er hätte die ganze Zeit auf der Toilette zugebracht. Na? Unästhetisch, das Alibi. Tja, aber das wäre eine Möglichkeit. Sie könnten da etwas haben, Dr. Watson, nur... Ja, was nur? Die Polizei hat das, fürchte ich, schon nachgeprüft. Weder der Drucker noch seine Frau sind gestern Abend lange vermisst worden. Alle haben eifrig gesungen. Schade. Es hätte ja sein können. Naja. Wunderschön. Keiner konnte in den Park, außer denen, die nicht drin waren. Andere Frage, Oberst. Was passiert denn jetzt mit der Apotheke und der Wohnung? Übernimmt alles der Sohn. Ja, und was wäre gewesen, wenn der Alte noch lebte? Ich meine, Sie haben erzählt, dass Wilsing Junior demnächst heiraten will. Wo hätte er dann mit seiner Frau gelebt? Mit dem Alten unter einem Dach? Nein. Ich glaube, er hatte schon mit den alten Leuten im Balkonhaus gesprochen. Die wollen bald ins Altersheim, sobald ein Platz frei wird. Dann wollte Wilsing in das Haus ziehen und seine Tage auf dem Balkon verbringen. Er ist ja Sonnenverehrer gewesen. Und Wilsing Junior wäre, wie er es wohl jetzt tun wird, mit seiner Frau in die Wohnung gezogen. Letzten Endes hat also niemand was von Wilsings Tod, oder? Nein. Das heißt, nein, niemand hat was davon. Und ja, Sie haben recht. Wieso? Wilsing hatte die Apotheke seinem Sohn schon überschrieben. Das wusste ich seit 2-3 Wochen. Es ist noch nicht lange her, aber es war klar, abgemacht. Die alten Leute wollten von selbst ins Altersheim. Es ist nicht so, dass Wilsing sie da rausgeekelt hat. Und die anderen Nachbarn hatten keinen Streit mit ihm und haben von seinem Tod keine Vorteile. Prachtvoll. Also, niemand hatte einen Grund, niemand zieht Nutzen aus dem Tod, niemand hatte eine Möglichkeit. Also hat auch niemand es getan. Es lebe die Logik. Logik oder nicht? Ich habe morgen früh Patienten. Wir sehen uns am Dienstag. Ja, ich gehe gleich mit. Ach, es war nett bei Ihnen, Albrecht. Organisieren Sie doch öfter so schöne Denkabende, bei denen nichts herauskommt als eine unerklärte Leiche.
Wer gibt? Nein, Moment mal. Parkmann, Sie haben schweigend gesessen und nicht einmal gerülpst. Sie haben doch was auf dem Herzen. Wissen Sie was Neues über den Mörder, den Perfekten? Nein. Ich glaube, die Polizei wird aufgeben und die Sache zu den Akten legen. Wir sind alle noch mal befragt worden, aber die Sache bleibt, wie sie war. Kein Motiv, keine Gelegenheit, nichts. Und mir ist auch nichts dazu eingefallen. Ja, mir auch nicht. Aber mir? Bitte? Was denn? Lassen Sie hören. Ja. Wie es sich für einen Priester gehört, ist mir der Einfall am Sonntag gekommen in der Kirche. Lieber Himmel, muss das sein? Ruhe da. Bitte weiter, Bergmann. Nach dem Vaterunser war es. Da geht das Gebet ja weiter. Es heißt, erlöse uns, Herr, von allem Bösen und komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen. Also ich weiß nicht, ob das bei der Aufklärung von Morden hilft. Moment, Sie finsterer Heide. Plötzlich macht es Klick in meinem Kopf und mir fiel ein, dass ja bis zur Liturgiereform der Text anders gelautet hatte, nämlich erlöse uns von allem Übel, sei es vergangen, gegenwärtig oder zukünftig. Ja, machen Sie jetzt Science Fiction daraus. Nein, passen Sie auf. Ich habe also angefangen zu denken. Wir haben uns geeinigt, dass offensichtlich kein aktuelles Mordmotiv zu finden ist. Und die vergangenen, wie unsere Motive, sind für einen Mord letzten Endes nicht stark genug. Na gut, vielleicht hat jemand einen tiefen Groll, aber wie soll man das herausfinden? Also dachte ich, natürlich nach der Messe, dass der Mord genauso gut geschehen sein kann, um etwas Zukünftiges zu verhindern. Oho. Ja. Sie haben also, weil Sie weder in der Gegenwart noch in der Vergangenheit eins finden konnten, ein Motiv in der Zukunft gesucht. Das finde ich. Ja. Wie finde ich denn das? Ich finde das schön. Haben Sie was gefunden? Ja, und zwar war es plötzlich wahnsinnig einfach. Es machte Klick, Klick, Klick. Und alle Steinchen kamen zusammen. Ja, nun machen Sie schon weiter, Mann. Keine chinesische Folter, bitte. Gut. Was passiert, wenn Wilsing weiterlebt? Er gibt die Apotheke an seinen Sohn ab und sobald die alten Leute raus sind, da zieht er in das Haus an der Ecke. Das Haus mit Balkon, ne? Wem schadet das? Den Gärtnern? Nein. Denn Wilsing ist kein Gemüsefan. Er ist, wie Sie erzählt haben, Oberst, ein Sonnenanbeter. Er wird niemandem den Garten verbieten. Was wird er tun? Er wird sich im Garten und auf dem Balkon sonnen, vielleicht Runden durch den kleinen Innenpark drehen, lesen, was weiß ich. Schadet das jemandem? Na, kaum. Nicht mal ihm. Er ist gesund. Offenbar nicht, sonst müsste er noch leben, ne? Aber ich weiß immer noch nicht, worauf Sie hinaus wollen, Kardinal. Sofort. Als ich beim Sonnenanbeten angekommen war, hatte ich den Mörder. Motiv und Gelegenheit hatte ich dann auch bald. Ja, machen Sie es nicht so spannend. Und zwar fiel mir ein, wie Sie, Albrecht, von dem Komponisten berichtet haben, wie er seine Instrumente in den Baum hängt. Der Baum ist wohl sehr wichtig für ihn, nicht wahr? Ja, er behauptet, ohne den Baum könnte er längst schon keine Musik mehr machen. Sehr schön. Und sehen Sie, Sie haben uns erzählt, dass Sie fast immer Westwind haben, der über die lange Mauer kommt und dass Ihre Häuser da unten im Süden stehen. Folglich schaut Wilsing, wenn er in dem alten Haus lebt und auf dem Balkon steht, nach Süden und Westen, nicht wahr? Von dort hat er die längste Zeit des Tages Sonne, oder? Allmächtiger. Sie haben recht, Mann. Wieso? Moment, was denn? Mitten im Garten steht die schöne große Weide, ohne die der Komponist keine Musik mehr machen kann. Und sie wirft ihren Schatten den ganzen Tag über genau dorthin, wo der Sonnenanbeter Wilsing in ein paar Monaten die Sonne wird anbeten wollen. Und Wilsing, sagten Sie, gehören 2/3 des gesamten Geländes. Die Weide steht ziemlich genau in der Mitte, also auf seinem Grund. Und weil er die Sonne sucht und die Weide ihm nur Schatten gibt, denn das ist ein schöner, großer, breiter Baum, deshalb wird er sie fällen. Und niemand kann ihn daran hindern. Und der Komponist kann nicht mehr komponieren. Toll, ich bin begeistert. Aber
Er hatte doch keine Gelegenheit. Aber gewiss doch. Sie selbst haben sie ihm verschafft. Er fragt Sie, ob er noch komponieren kann. Sie haben ihn also gesehen. Kurze Zeit später hören Sie ihn duschen und dabei singen. Na, hat er danach... was wollte er spielen? Cello? Hat er danach Cello gespielt? Nach dem Duschen? Ja, hat er. Na, macht nichts. Wissen Sie, es kostet nicht viel, das Geräusch einer Dusche auf Band aufzunehmen und dazu zu singen und später noch ein Cello dazuzugeben. Sie haben doch selbst gesagt, dass er viel mit dem Tonband arbeitete, unter anderem unter dem Baum. Er lässt also das Band laufen. Und das ist gleichzeitig eine gute Ausrede für den Fall, dass in der Zeit jemand bei ihm klingelt. Bitte sehr, ich war unter der Dusche, da habe ich nichts gehört. Er geht durch den Keller in den Garten, holt sich die Bretterschuhe, die er natürlich kennt als Nachbar, geht rüber zu Wilsing, bringt ihn in der erwähnten Weise um. Übrigens, damit ist auch die Schlaufe oder Schlinge geklärt, mit der er ihn erwürgt hat. Seine Wohnung ist ja voll davon. Keinem wird's auffallen. Was meinen Sie? Was für Schlingen denn? Cello-Saiten. Ja, glauben Sie, dass es einem Kriminalbeamten auffällt, wenn ein Cellist eine Saite reinigt oder wegwirft? Ach, nicht daran zu denken. Er bringt also Wilsing um, bringt die Bretterlatschen zurück und geht in seine Wohnung. Fertig. Angst vor Spuren braucht er nicht zu haben. Er geht doch sowieso durch den Garten, jeden Tag, mehrmals, also sind seine Spuren da zigmal. Na? Ich bin sprachlos, toll. Ja, Moment, aber wie ist das mit der Psychologie? Ich meine, kann ein Musiker morden? Natürlich. Als Priester und Beichtvater habe ich keine Illusionen über die miserable Qualität des Menschen. Außerdem ist es durchaus möglich, dass Ihr Untermieter den Mord als kompositorisches Problem aufgefasst hat, bei dem alle Teile miteinander harmonisch übereinstimmen müssen. Dann kann am Ende auch kein Unrechtsbewusstsein entstehen. Vielleicht. Möglich. Ja, und warum bringt er dann nicht auch mich um, wenn ich mal sage, dass seine Musik zu laut ist? Oh, Sie sind kein Hindernis. Er kann ja am nächsten Tag weitermachen. Wenn Wilsing aber den Baum fällt, dann kann er überhaupt nie mehr weitermachen. Er bleibt nur noch die Frage, warum hat er es ausgerechnet am letzten Mittwoch getan? Auch das ist klar. Ein Mittwoch musste es sein, wegen Wilsings Gewohnheiten. Und viel früher war es nicht nötig und nicht möglich, denn Wilsing hat ja gerade erst die Apotheke überschrieben, wollte also früher nicht umziehen, denke ich. Und viel länger warten konnte der Komponist auch nicht, weil sonst vielleicht schon alles zu spät wäre. Außerdem nicht zu vergessen, Mittwoch war Neumond, es war dunkel im Park. Sie hockten vor dem Fernseher, die meisten anderen waren entweder krank oder haben gesungen. Ein idealer Tag, um nicht gesehen zu werden. Also, ich bin überzeugt. Das freut mich. Man sieht... Die alte Liturgie... Prost, Mann! Auf Sie! Ja, danke. Sie machen mich ganz verlegen, Herr Verteidigungsminister. Glückwünsche zum geklärten Verbrechen. Wollen Sie nicht Profi werden? Nein. Sünden reichen mir, wissen Sie. Die muss ich mir dauernd anhören. Verbrechen, das muss nicht sein. Tja, und was machen wir jetzt damit? Nichts. Wir können doch nichts beweisen. Außerdem, so sehr geliebt haben wir Wilsing ja alle nicht. Nur werden Sie nicht puritanisch, lieber Oberst. Was wird, wenn wir es melden, die Kripo wohl zu einem Motiv in der Zukunft sagen? Ha? Ich glaube, ich mische schon mal. Sonst kommen wir in der nahen Zukunft nie mehr zum Skat. Ja. Also nichts zu machen. Nichts. Entsetzliches Blatt, Doktor. Na, wie gesagt, nicht. Keine Spuren. Ein Motiv in der Zukunft. Tatwaffen, die dem Opfer gehörten oder im Besitz des Täters nicht auffallen. Gelegenheit und Alibi gleichzeitig. Ich schlage vor, wir trinken auf den Mörder, der sein kompositorisches Problem hervorragend gelöst hat. Na denn, Prost. Prost, ja. Ach,
Sie reden, Albrecht. Und sagen Sie was. Ja, also. 18? Ja. 20? Ja. 2? Ja. Und ein kleines Nüllchen. Oh, oh. Das furchtbarste Spiel seit langem. Warum mussten Sie diese dummen Neuen aufheben, Doktor? Eine Frage der Intelligenz, mein Lieber. Ihr kranke Hand war teuflisch leichtsinnig. Wie man es nimmt. Wer kann denn ahnen, dass ein verzweifelt mitspielender Mediziner aus reiner Dummheit einen Neuen behält und damit den letzten Stich macht? Vergessen Sie nicht meine geschmierte Zehen, Bergmann. Außerdem, was heißt aus reiner Dummheit? Sie sind Weltmeister im Verdrehen, Bergmann. Es war unsere Intelligenz. Nett, dass Sie von Ihrer Intelligenz in der Vergangenheit reden. Wie viel haben Sie gekriegt? Nur 58. Oder furchtbares Spiel. Sagen Sie mal, ob die diese Trauermusik wegen des Kartenspiels aufgelegt haben? Sonst gibt's doch hier immer Hemba, Hemba, Hemba. Ich weiß nicht, was Sie mit Hemba, Hemba meinen, aber das ist keine Trauermusik, sondern Bach. Und wegen Ihrer miserablen Skatkünste ändert der Wirt nicht sein Musikprogramm. Sie, Oberst, sollten sich zurückhalten. Wer hat denn da vorhin aus dem Durchmarsch einen Durchfall gemacht? Ja, Sie sind zänkisch, Bergmann. Hören Sie mit dem Nachkarren auf. Aber was die Musik angeht, wirklich arg feierlich, ne? Man traut sich kaum, ein Bier zu bestellen. Wirt, noch ein Röntchen, ja? Vom alten Selben. Übrigens kann ich Ihnen den Grund für die gehobene Musik nennen. Der Wirt hatte einen Kater. Ich wusste nicht, dass Bach gegen Alkohol hilft. Interessant, nicht wahr, Albrecht? Sehr, sehr. Ersetzt Bach den Rollmops? Sie sollten einen armen alten Arzt ausreden lassen. Der Wirt hatte einen richtigen, leibhaftigen Kater. Übrigens ein widerliches Vieh. Ach, meinen Sie dieses räudige Geschöpf mit O-Beinen, das manchmal durch den Schankraum streicht? Ein ausgezeichnetes Selbstporträt, Hochwürden. Oh, jeder Abend kann ja heiter werden, wenn Sie beide in dieser Laune sind. Aber im Prinzip haben Sie es erfasst. Ich meine diesen furchtbaren alten Kater. Bloß streicht er nicht mehr durch den Schankraum. Er ist fort. Ja, Sie wollen uns doch nicht einreden, Doktor, dass der Wirt Trauermusik spielt, weil ihm sein alter Kater abhandengekommen ist. Doch, doch. Er hat sie an ihm gehangen. Das ist wie ein Trauerfall. Da fragen Sie den Wirt selbst, wenn Sie mir nicht glauben. Wir werden uns hüten. Nein, nein, nein. Wir mischen uns doch nicht in fremde Familienangelegenheiten. Außerdem ist die Geschichte viel zu schön. Sie verlöre ihren beträchtlichen Charme, wenn man sie etwa für bare Münze nehme und überprüfte. Bitte sehr, ganz wie Sie meinen. Aber es stimmt. Der Kater ist weg, deshalb ist eine Bachkassette im Gerät. Na, dann wissen wir es ja. Also, wer gibt? Der Pfarrer. Na, nun walten Sie, Fürstbischof. Backmann, Backmännchen, worauf warten Sie? Hä? Entschuldigen Sie, ich war ganz in Gedanken. Oh, hat es weh getan? Medizinisch kaum vorstellbar. Was? Dass ich denke? Oder dass es weh tut, wenn ich denke? Oder wem es weh tut, falls ich denke? Oder wie? Selten oder nie benutzte Teile atrophieren und werden mit der Zeit gefühllos. Wenn Sie also ausnahmsweise denken, Bergmann, kann es kaum weh tun. Reizend, sehr reizend. Und überzeugend, finde ich. Woran haben Sie denn gedacht? Na, ich habe gedacht an die wunderliche Vielfalt der Geschöpfe. Und daran, dass selbst der widerlichste Kater noch jemanden findet, der zu ihm hält. Bei Menschen ist es ähnlich. Sie spielen offensichtlich darauf an, dass Korf und ich trotz allem jeden Dienstagabend mit Ihnen Skat spielen. Nein, mitnichten. Ich dachte an ein verschwundenes Mitglied meiner Gemeinde. Hatte dieses Mitglied ebenfalls Räude und O-Beine? Ah, da kommt ja unser Bier. Also. Prost, Gentlemen. Selber Prost. Sie mich auch. Also. Was ist mit dem Verschwundenen? Tja, er ist futsch. Keiner weiß weshalb, niemand vermisst ihn. Aber alle tun, als seien sie traurig. Mitglied Ihrer Gemeinde, sagen Sie, Bergmann. Ja, vielleicht ist er verschwunden, weil er nicht länger jeden Sonntag durch Ihre Visage von der Gottesschau abgelenkt werden wollte. Das wäre neu. Der Mann war ein sehr solider Frömmler und immer vorne in der ersten Bank. Manchmal hatte ich den Eindruck, er kennt die Messe besser als ich. Ja, ich weiß nicht, wie schlecht Ihre Kenntnisse der Messe sind, Bischof. Ja, um wen geht es? Kenne ich ihn. Unser Ort ist ja nicht sehr groß. Ich glaube schon, dass Sie ihn kennen, Doktor. Zumindest dürften Sie vor ein paar Monaten von seinem Verschwinden gelesen haben. Es geht um den Bauunternehmer Hubert Morgenthal. Ach ja, ja, davon habe ich gelesen. Ist das schon wieder Monate her? Also mir sagt der Name nichts. Ich habe nichts davon gelesen. Ja, das heißt nichts, Sergeant. Was haben Sie schon gelesen? Bergmann, bleiben Sie bei der Sache. Morgenthal ist also noch immer verschwunden? Exakt, Medikus. Sie sagen es. Und das seit 4 Monaten. Und ziemlich lange für unerlaubte Entfernung von der Trompe.
Aber wie ist es möglich, dass Sie als papistischer Schamane eines Ihrer Schäfchen für einen Frömmler halten? Ich denke, niemand kann dem Vatikan je fromm genug sein. Bin ich der Vatikan? Nein, ich bin es nicht, wie Sie unschwer erkennen. Mir fehlt zum Beispiel die Kuppel des Petersdoms. Aber was Morgenthal angeht, wissen Sie, meine Oma sagte immer, alles, was mit zu ist, ist ungesund. Zu viel, zu wenig, zu laut, auch zu fromm. Ja. Und in der exzessiven Form, in der Morgenthal die Frömmigkeit betrieben hat, grenzt sie an Sündhafte. Das ist schön. Stellen Sie jetzt den neuen Katalog der Todsünden auf. Nicht nur Völlerei und Hoffart, nein, auch Frömmigkeit. Zur Sache. Ich finde das Verschwinden von Hubert Morgenthal viel interessanter als Ihre Spitzfindigkeiten. Wie ist er denn verschwunden? Ich meine, hat jemand was gesehen? Hat Morgenthal sich einfach in Luft aufgelöst? Ist er gen Himmel gefahren? Er hat nachmittags gegen 5:30 seine Baufirma verlassen und ist nach Hause gefahren. Und dort hat er gegen 9 Uhr gesagt, er müsse noch mal kurz weg. Und kurz nach 9 hat jemand seinen Wagen in der Nähe des Bahnhofs gesehen. Der Mann von der Würstchenbude, genauer. Und seitdem niemand mehr. Aha, aha. Und der Mann von der Würstchenbude am Bahnhof ist ganz sicher, dass es Morgenthals Wagen war? Ja, Morgenthal hatte ein auffälliges Auto, einen älteren Diesel mit zerbeultem Kotflügel und einer fiesen Farbe, rosa Metallic. Wie geht? Ja, das ist bestimmt auffällig, das gebe ich zu. Aber wieso fährt ein Bauunternehmer mit einem zerbeulten Wagen? Kann er sich die Reparatur nicht leisten? Ich bin wie immer erstaunlich gut informiert, Oberst. Und deshalb kann ich Ihnen auch diese Frage beantworten. Morgenthal hat vor einem halben Jahr einen Unfall gehabt, war fast einen Monat im Krankenhaus und dann zur Kur. Und ein paar Tage, nachdem er wieder zu Hause war, ist er endgültig verschwunden. Bestimmt hätte er den Wagen reparieren lassen, früher oder später, aber er ist einfach nicht dazu gekommen. Liebe Zeit, jemand hätte das Auto doch zur Werkstatt bringen können, während er mal im Krankenhaus war. Er hätte schon. Morgenthal hat aber keinen an sein Auto rangelassen. Ach. Seine Frau zum Beispiel hat vor der Ehe einen Führerschein gemacht, aber seit sie mit Morgenthal verheiratet ist, kein Auto mehr gefahren. Fahren dürfen. Nettes Kärtchen, dieser Herr Bauunternehmer. Ja, das ist noch nicht alles. Er war da sehr strikt, von wegen, das Weib folge dem Manne nach und so. Seine Frau hat auch nie Einblick ins Geschäft bekommen und er hat 3 Töchter. 18, 16 und 14 Jahre alt. Aha, er scheint in regelmäßigen Abständen zu Hause gewesen zu sein. Was? Ja, also die Töchter. Alle 3 sind bei den mildherzigen Schwestern auf der Nonnenschule. Die Älteste macht demnächst Abitur. Sie möchte wohl studieren, aber Morgenthal meint, Frauen gehören ins Haus. Nicht auf die Universität oder in den Beruf. Ah, das ist ja wirklich ein liebenswerter Charakter. Ja, nicht wahr? Als er damals in Kur war, ist seine älteste Tochter einmal in die Diskothek gekommen, die wir Samstag im Pfarrheim machen. Und sonst durfte sie nicht mal in die katholische Disco. Von anderen Dingen ganz zu schweigen. Ich habe mich immer gefragt, wieso er sich da draußen so einen Kasten hingesetzt hat. Wovon reden Sie? Ja, von seinem Haus draußen am Heldenbusch. Ich komme da oft vorbei, wenn ich Krankenbesuche auf dem Land mache. Da hat Morgenthal sich ein Haus gebaut, aber was für eins. Erkennen Sie das nicht, Oberst? Sie gehen doch schon mal da draußen spazieren. Ist das etwa dieses Monstrum mit der langen Mauer? Ja, genau. Ein richtiger Familienbunker mit großem Garten und einer hohen Mauer ringsherum, damit niemand die Heiligkeit der Familie antasten kann. Und keine Nachbarn, weit und breit. Ja, und aus diesem Haus ist er abends gegen 9 weggefahren. Nur kurz, wie er gesagt hat. Als er um Mitternacht nicht zurück war, hat die Frau bei der Polizei angerufen und sich erkundigt, ob irgendwo ein Unfall stattgefunden hätte. Da hat er vielleicht irgendwem gegenüber Andeutungen gemacht, dass er verschwinden will, sich anders benommen als sonst. Nein, soviel ich weiß. Angeblich hat er in den letzten Tagen in der Firma ein paar neue Projekte in Gang gebracht, um die er sich selbst kümmern wollte. Und er hat in seinem Garten gebuddelt, weil er ein paar neue Bäume pflanzen wollte. Na, schon wieder sein Gartenliebhaber. Ja. Davon scheint es hier sehr viele zu geben. Na, die Gemüsefreaks sind unter uns. Aber das passt natürlich. Morgenthal hat 3 Töchter gezeugt, wenn ich sie recht verstanden habe. Und nun pflanzt er Bäume. Dann muss er nur noch einen Feind töten und man wird ihn in den Senat aufnehmen. So war es früher mal üblich. Sieht aber so aus, als ob ein Feind ihn erwischt hätte, oder? Ach, wie makaber. Sind Sie denn so sicher, dass er tot ist? Er könnte doch auch einfach beschlossen haben, zu verschwinden und ein neues Leben anzufangen. Das passt nicht zu ihm. Aber was passt schon zu wem? Eine Midlife-Crisis bei Hubert Morgenthal, meinen Sie also? Ja, was auch immer. Jedenfalls ist er futsch. Aber dafür muss es doch Gründe geben. Ja, sicher.
Aber erstens, wie viele Leute verschwinden jedes Jahr spurlos? Zahllose, glaube ich. Und zweitens, wir wissen zu wenig über Morgenthal und sein Verschwinden. Also sind alle Mutmaßungen müßig. Moment mal. Haben Sie nicht vorhin erzählt, er war nach seinem Unfall im Krankenhaus und dann auf Kur? Ja. Was halten wir denn vom berühmten Kurschatten? Wie meinen Sie das? Na, vielleicht hat er bei der Kur eine Frau kennengelernt, die ihn von seinem exzessiven Katholizismus geheilt hat. Und jetzt macht er sich mit ihr ein fröhliches Leben. Wie auch immer. Wir wissen zu wenig, ja. Allerdings, ich kenne da ein paar Leute. Wen? Das fragen Sie, Korsch. Wir wissen doch alle, dass der Vatikan seinen eigenen Geheimdienst hat, ne? Bergmann kennt bestimmt die Cousine vom Nachtportier des Krankenhauses, in dem die Tante von Morgenthals Urgroßmutter geboren wurde. Das Schlimme mit Ihnen, Oberst, ist, dass Sie seit Ihrer Pensionierung noch dümmer geworden sind. Können Sie das präzisieren, damit auch ich es verstehe? Mit Vergnügen. Sie tun das Gleiche wie vorher, nämlich nichts von Bedeutung. Aber vor der Pensionierung hat man Ihnen dabei auf die Finger geschaut. Das hat alles im Rahmen des Erträglichen gehalten. Seit niemand Sie mehr beaufsichtigt, ist es nicht auszuhalten. Was machen Sie eigentlich im Moment? Ich schreibe eine Geschichte des Steigbügels und seiner Bedeutung für die Kriegs- und Weltgeschichte. Seit wann interessiert Sie, was ich mache? Na, ich versuche nur, in Ihren Tätigkeiten einen Hinweis auf die Natur Ihrer Geisteskrankheit zu finden. Was mein privaten Geheimnis angeht, also vielleicht kriege ich bis zur nächsten Woche noch was raus. Ja, das sollte mich nicht wundern. In unserem stillen Örtchen bleibt ja nichts lange verborgen. Vermutlich kommt am Ende sogar die Kirche dahinter. Eigentlich seltsam, was auf dem Lande so alles passiert. Eine Feststellung von tiefer Nachdenklichkeit, Doktor. Das Leben auf dem Lande ist voll von überraschenden Wiederholungen. Wiederholungen? Was meinen Sie, Korf? Das Verschwinden von Katern und Bauunternehmern? Nein, nein. Ganz allgemein Verbrechen auf dem Lande. Nicht weit von hier, in einer kleinen Stadt am Niederrhein, haben sich auch so ein paar Dinge ereignet. Davon ein derart mysteriöses Verbrechen, dass es wohl ewig ungeklärt bleiben wird. Aha, die nächste Horrorgeschichte. Ja, da hat ein Bauer mit Sorgfalt und Methode seine ganze Familie und zum Schluss sich selbst umgebracht. Und keiner weiß, warum. Und vielleicht war er einfach ein methodischer, sorgfältiger Mann, Ihr Bauer. Na, das meine ich nicht. Ich meine, keiner weiß, weshalb er die anderen und sich selbst umgebracht hat. Mhm. Einen nach dem anderen. Beginnend mit dem Sohn, der mittags um 12 aus der Schule kam, dann die Tochter um 1, dann im Stundentakt die weiteren Söhne und Töchter. Schließlich hat er seine Frau angerufen, die in der Stadt bei Bekannten war, und gesagt, sie soll sofort nach Hause kommen, es wäre wichtig. Und als sie nach Hause kam, hat er sie auch erschossen. Und dann sich selbst. Und er hat kein Testament, keinen Brief, kein Bekenntnis hinterlassen. Nichts. Wozu auch? Das hätte keinen mehr lebendig gemacht. Und das Leben ist so voller Rätsel, dass man sie auch dem Tod zubilligen sollte. Naja, aber ich bin noch nicht fertig. Im gleichen kleinen Ort gab es eine liebe Oma, die ihren Enkeln immer viel Geld geschenkt hat. Sie hat nach und nach mehrere Ehemänner, Onkel und sonstige Verwandte mit E605 beseitigt und jeweils beerbt. Aber von dem Geld nichts für sich behalten. Na, ist das nicht ein Motiv? Massenmord aus Zuneigung zu den Enkelkindern. Hatte Morgenthal Enkel, von denen wir nichts wissen, oder? Oder warum erzählen Sie uns das? Ich erzähle das nur, um festzustellen, dass es mehr Dinge zwischen Himmel und Erde gibt. Als anderswo, ich weiß. Ach Quatsch, dass es mehr finstere Dinge in kleinen Orten gibt, als die Leute sich vorstellen. Gemeinhin denkt man ja bei Gewaltverbrechen eher an düstere Großstadtstraßen. Also ich denke grundsätzlich ungern... Was wir alle wissen. Ich denke ungern an düstere Großstadtstraßen. Nicht mal im Zusammenhang mit Morden. Und dann gab es da noch die beiden alten Freunde, die über gemeinsame Finanzen in Streit geraten sind. Sie waren im Büro des einen und der hat plötzlich die Pistole aus der Schreibtischschublade gezogen und den anderen erschossen. So einfach? Über den Schreibtisch weg? Ja, toll, nicht wahr? Nein, normal. Toll wäre es, wenn er ihn auf die kurze Entfernung verfehlt hätte. Also sind Sie jetzt fertig mit Ihren Kleinstadtmorden? Im Prinzip ja. Ich wollte damit insgesamt nur sagen... Wir wissen nichts über unsere Mitmenschen. Als Pfarrer und Beichtvater widerspreche ich Ihnen heftig, Doktor. Ich weiß jedenfalls genug, um keinerlei Illusionen zu haben. Meine Herren, das Bier wird schal. Die Skatkarten haben lange genug geruht. Das Verschwinden von Hubert Morgenthal können wir sowieso nicht klären. Sollen wir vielleicht wieder mal ein bisschen spielen zur Abwechslung? Von mir aus. Aber ich finde das alles sehr interessant. Herr Bergmann, sehen Sie doch mal zu, ob Sie bis nächsten Dienstag mehr herauskriegen. Ich will zusehen, was ich machen kann. Wer gibt? Immer der, so Sordum fragt. Ah.
Na gut. Ich gebe gern, denn erstens, es geben seliger. Den nehmen und zweitens waren die Karten, die Sie beide mir zuletzt gegeben haben, so miserabel, dass ich sie nur unter Aufbietung aller Nächstenliebe angenommen habe. Mensch, Bergmann, was haben Sie sich da bloß wieder zusammengemischt? Jeden das, was er verdient, Doktor. Sie reden. Also für solche Karten sind schon ganz andere Leute erschlagen worden, Bischof. Schauen Sie doch nicht so sauertöpfisch rein, mein Kolonel. Sonst bringt man Sie um und begründet es auch noch unwiderleglich. Und wie? Na, schauen Sie sich doch sein Gesicht an, Doktor. Wenn jemand den Obristen tötet und dazu als Begründung anführt, unser Dorf soll schöner werden, kann ihm doch keiner widersprechen, oder? Sehr witzig, genau wie die Karten. Ich passe. Ja, dann sind Sie dran, Monsignor. Oh. Na denn. 18. Und ob? 20. Und wie? Und das liebe kleine Ass, Oberst? Wo ist es denn? Ah, da kommt es ja. Jetzt schauen Sie mal, was ich hier noch habe. Den Karo Knaben. Oh, danke, meine Herren. Also einmal sollen Sie auch gewinnen dürfen, Eminenz. Und bisher war es so schön still. Und jetzt geht die Trauermusik wieder los. Bach oder was auch immer das ist. Händel, Hochwürden, Händel. So, und Sie streit, Doktor. Sie klingen so händelsüchtig. Ist das immer noch Trauermusik für den entlaufenen Kater? Ja, obwohl ich es beleidigend finde, Händels triumphierende Sarabande als Trauermusik für einen räudigen Deserteur einzusetzen. Übrigens ist mir ein Grund für das Verschwinden des Katers eingefallen, der sich allerdings ihrer Scharfsicht entziehen durfte, meine Herren, weil ihm das nötige Einfühlungsvermögen fehlt. Dann führen Sie uns doch den Finger beim Einfühlen. So ein Kater hat, anders als ein alter Priester, kein Gelübde abgelegt und folglich gibt es keinen zwingenden Grund, den Zölibat einzuhalten für einen Kater. Vielleicht ist gerade Hochsaison bei Katzen. Möglich, aber höre ich da Neid in Ihrer klerikalen Stimme? Bergmann, Sie wollten doch versuchen, mehr über den Bauunternehmer Morgenthal zu erfahren. Ah ja, gibt's was Neues? Wie man es nimmt. Morgenthal zeichnet sich immer noch durch eine Abwesenheit aus, die in dieser intensiven Form ungewöhnlich ist, aber... Ich weiß inzwischen ein bisschen mehr. Woher unwürdig? Na, zum Beispiel wissen die Damen vom Kaffeekränzchen im Altenheim immer mehr als die Polizei und Zeitung zusammen. Und es gibt Leute, die nie ohne einen kleinen Schwatz an mir vorbeigehen können. Also das verstehe wer will. Ich würde nicht mit einem kleinen Schwatz, sondern mit einem großen Bogen an Ihnen vorbeigehen. Woher wollen Sie den nehmen, General? Sie sind demobilisiert. Außerdem haben Sie keine Pfeile. Und damit wäre auch der größte Bogen nutzlos. Zur Sache. Also, was haben Sie rausgekriegt? Fassen wir zusammen. Morgenthal hat einen Unfall. Sein Wagen wird zerbeult. Er muss ins Krankenhaus, danach zur Kur. Er kommt zurück, ist in ein paar Tagen in der Firma, verschwindet abends gegen 9 von zu Hause und wird noch einmal in seinem auffälligen Wagen gesehen und bleibt verschwunden. Soweit waren wir, nicht wahr? Richtig. Und wir hatten vermutet, dass der frömmelnde Herr Morgenthal, der seine Frau und Töchter gängelt, vielleicht bei der Kur eine nette Frau getroffen und sich zu ihr verkrümelt hat. Ja, aber wovon soll er nun fast 4 Monate lang gelebt haben? Ah, hatte er kein Geld bei sich? Ja eben, das ist überprüft worden. Vielleicht hat er ein paar Hunderter, mehr aber nicht. Keine Schecks, Kreditkarten, Konten im Ausland? Es gibt viele Möglichkeiten. Ja, die gibt es, aber sie treffen nicht zu. Seit Morgenthal verschwunden ist, hat niemand etwas von seinen Konten abgebucht. Er hat kein Geld mitgenommen und seitdem nichts abgehoben. Der Oberst hat was von Auslandskonten gesagt. Ja, aber das ist unwahrscheinlich. Sehen Sie, Morgenthal war ein rechtschaffener Geizhals. Er hat immer dafür gesorgt, dass die Bücher in Ordnung waren. Die Firma hat ihm monatlich sein Gehalt überwiesen und weiteres Geld, Privatentnahmen oder so, hat er nicht bezogen. Er hat auch keine Firmengelder ins Ausland transferiert. Und von seinem Gehalt konnte er gut leben. Mit seiner Familie, aber sicher keine großen Summen ins Ausland verschieben. Ich frage Sie und mich also, wovon hat er in den letzten Monaten gelebt? Vielleicht hat er jemanden erpresst und das erbeutete Geld in der Schweiz oder auf den Bahamas versteckt. Vielleicht hat der Erpresste ihn umgebracht. Was gibt's da zu lachen, Mann? Ja, das kann ich Ihnen sagen, Oberst. Sie müssen sich schon entscheiden. Entweder hat Morgenthal erpresst und lebt von der Beute, oder der Erpresste hat ihn umgebracht und dann lebt Morgenthal nicht mehr von der Beute. Beides zusammen geht nicht. Wir können eine Rechnung mit mehreren Unbekannten nicht dadurch lösen, dass wir noch
zwei Unbekannte hinzuerfinden. Nein, nein, wir müssen uns an das halten, was wir wissen. Und was ist das schon? Nichts. Außer, dass er weg ist und kein Geld abgehoben hat. Seit 4 Monaten. Das liegt den Schluss nahe, dass er inzwischen verhungert ist. Moment mal. Ein langer Moment. Was ficht Sie an, Korf? Mir kommt da gerade eine Idee. Schon wieder? Nun lassen Sie doch ausreden, Sie nörgelnder Novize. Eine Geschichte, die ich mal gelesen habe. Wie war doch gleich der Titel? Also an das eine Buch, das Sie gelesen haben, werden Sie sich doch auch nach 40 Jahren noch erinnern. Ich hab's. Eine Geschichte von Hawthorne. Sie wissen schon, der mit dem scharlachroten Buchstaben. Von dem gibt es eine kurze Erzählung, die heißt Wakefield. Darin beschreibt er, wie ein Mann morgens aus dem Haus geht und dann überkommt ihn etwas, das er selbst nicht genau benennen kann. Er mietet sich eine Straße weiter ein Zimmer, sucht sich, glaube ich, eine andere Arbeit unter falschem Namen und geht nicht mehr nach Hause zurück. Manchmal kommt er abends an seinem Haus vorbei und schaut durchs Fenster. Immer wieder nimmt er sich vor, heimzukehren, aber er schafft es nicht. Schließlich, nach vielen Jahren, ist er gerade auf der Straße, als es zu regnen beginnt. Und da geht er einfach so, um aus dem Regen zu kommen, in sein Haus. 20 Jahre oder so, nachdem er es verlassen hat. Und die ganze Zeit war er nur wenige 100 Meter entfernt. Aha. Ja, was heißt da aha? Ein Ausruf des Erstaunens. Steht in jedem Wörterbuch. Sie meinen also, Doktor, Morgenthal ist vielleicht ganz in der Nähe, hat nur keine Lust, nach Hause zu gehen? Ja. Mir wäre das nicht möglich. Ein neues Leben, eine neue Existenz. Sie meinen, dass Morgenthal eine Art Midlife-Crisis durchmacht und bei Null anfangen will? Ja, so ähnlich. Das würde zum Beispiel erklären, weshalb er kein Geld abhebt. Er arbeitet irgendwo unter falschem Namen, um sich zu beweisen, dass er nicht zu alt ist, um neu anzufangen. Nette Idee. Aber wir sind hier in der Bundesrepublik, nicht bei Hawthorne. Wo ist der rosa metallikfarbene Diesel mit dem zerbeulten Kotflügel? Oh, den hat er vielleicht verkauft. Na, das wüsste aber ein Straßenverkehrsamt. Und dann wüsste es auch die Polizei. Und die weiß nichts. Also ich finde die Idee von Korf gar nicht schlecht. Nehmen wir an, Morgenthal will neu anfangen. Aber nicht unbedingt 100 Meter von seinem Haus entfernt. Sie meinen, Oberst, er ist in die nächste größere Stadt gegangen, um ein neues Leben zu beginnen. Also ich mache spaßeshalber mit, meine Freunde. Wo kann er sein? Im Inland, im europäischen Ausland, in Übersee. In der europäischen Gemeinschaft kann er sich frei bewegen. Ja. Vielleicht ist er an der Grenze nicht mal kontrolliert worden. Ja, aber es bleibt der Wagen. Morgenthal wird gesucht, nicht nur bundesweit. Ein rosa metallikfarbener Diesel mit zerbeultem Kotflügel fällt auch in Frankreich auf. Sogar in Bayern. Ja, vielleicht hat er den Wagen nur verwendet, um einen Flughafen oder ein Fährschiff zu erreichen. Ja, dann müsste der Wagen seit Monaten auf einem Parkplatz stehen. Und das wäre auch dem schläfrigsten Polizisten aufgefallen. Sie meinen, wir kommen nicht mit dem Wagen herum? So ist es, Doktor. Morgenthal hat sein Haus mit dem alten Diesel verlassen und seitdem ist auch der Wagen verschwunden. Und wenn wir Morgenthal finden wollen, müssen wir klären, was mit dem Wagen geschehen sein könnte. Ausgeschlossen, dass er noch damit herumfährt? Ziemlich. Das Ding ist so auffällig. Ja, vielleicht hat er den Wagen irgendwo abgestellt. Und er ist gestohlen worden, umgespritzt, mit neuen Kennzeichen versehen. Das, teurer Freund, setzt einen gewissen Professionalismus voraus. Es gibt sicherlich überall Leute, die einen Wagen stehlen, umspritzen und neu nummerieren können. Aber das sind Profis. Und Profis klauen keinen alten Diesel. Sie klauen neue, unauffällige Karossen oder Luxuslimousinen. Hm. Sie meinen also, nur ein Profi könnte den Wagen unauffällig verschwinden lassen. Diesen Wagen aber würde kein Profi nehmen. Genau. Ja, also, versuchen wir es doch mal anders. Wer profitiert von seinem Verschwinden? Ah ja, das wollte ich eben vorschlagen. Das berühmte alte Qui Bono. Das ist Latein, Obrist. Und heißt so viel wie, was nützt es mir? Bergmann, Sie kennen sich doch offenbar ganz gut aus in der Angelegenheit. Wer profitiert denn nun von Morgenthals Verschwinden oder Ableben? Niemand. Und das macht es ja so verwickelt. Ja, wieso niemand? Was geschieht mit der Firma? Die Firma wird vom Geschäftsführer weitergeleitet. Sie wird wie bisher jeden Monat Geld an die Familie überweisen. Und für den Fall seines Todes hat Morgenthal angeordnet, dass die Baufirma zunächst weitermacht wie bisher. Na gut, zunächst. Wie lange? Tja. Und was dann? So, hier wird die Sache nur wirklich, na sagen wir, merkwürdig. Morgenthal ist, wie ich Ihnen erzählt habe, ein sehr strikter Familienvater. Die älteste Tochter macht
bald Abitur. Mhm. Und soweit ich weiß, wollte Morgenthal eine Art dynastischer Verbindung herstellen. Mhm. Und zwar hat sein wichtigster Geschäftsfreund oder Konkurrent, wie man es nimmt, einen 23-jährigen Sohn. Ja, Sie wollen es doch nicht erzählen, der alte Morgenthal will seine Tochter mit dem Sohn des Konkurrenten verheiraten. Wie im Mittelalter, was? Doch, so ähnlich. Und jetzt passen Sie auf. Das Testament sieht vor, dass die Firma bei Morgenthals Tod auf Tochter und Schwiegersohn übergeht, wenn die Ehe bis dahin geschlossen wurde. Ja, und? Ja, das wäre doch ein tolles Mordmotiv, oder? Schwiegersohn killt Schwiegervater und erbt Firma. Wenn es so wäre. Das hat aber einen Haken. Die Ehe zwischen Morgenthals Tochter und dem Sohn des Konkurrenten ist bisher nicht geschlossen worden. Aha. Jawohl. Und da dies so ist, wird die Firma, falls Morgenthal nicht mehr auftaucht, nach einem Jahr von Treuhändern übernommen und gegen Rente verkauft. Ach. Und das ist alles so geregelt, dass niemand viel daran verdienen kann. Ja, was ist mit der Belegschaft? Und was mit der Familie? Die Belegschaft soll übernommen werden, wenn der Laden verkauft wird. Und die Familie bekommt jeden Monat eine Art Gehalts- oder Rentenscheck. Aber mit anderen Worten, niemand hat was davon. So ist es. Ein Mann mit auffälligem Auto verschwindet ohne Geld. Es gibt kein Motiv, ihn verschwinden zu lassen, und Morgenthal selbst hat kein Motiv, abzuhauen. Dann bliebe also nur die kleine Freundin irgendwo. Die kleine Freundin müsste irgendwo leben, und Morgenthal müsste sie irgendwo kennengelernt haben. Eine erstaunlich plausible Annahme, du liebe Güte. Halt doch die Klappe, Korf. Morgenthal ist seit Jahren kaum woanders als entweder im Büro oder zu Hause und in seinem Garten gewesen. Und wenn er weg war, dann mit Familie. Die einzige Möglichkeit, jemanden kennenzulernen, hätte er also bei seiner Kur gehabt, nach dem Unfall. Aber das ist überprüft worden, hat man mir versichert. Wer ist Mann? Sie erwarten doch nicht, dass ich meinen Informanten, einen Mitarbeiter von Morgenthal, preisgebe, Herr Richter. Alle Personen, mit denen Morgenthal während seiner Kur Kontakt hatte, sind dort, wo sie sein sollten. Und keiner weiß was. Was haben wir also? Einen verschwundenen Bauunternehmer, der keinen Grund hat, zu verschwinden. Es hat aber auch sonst niemand einen Grund, ihn verschwinden zu lassen. Keiner profitiert davon. Wo kann er also nur stecken? Ja, ich weiß es nicht, Captain. Eigentlich müsste er hier sein. Aber wir haben ja schon bei anderer Gelegenheit festgestellt, dass die Logik nicht das Leben ersetzt. Ich möchte noch einmal auf diese Geschichte von Hawthorne zurückkommen. Ich bin immer mehr überzeugt davon, dass Morgenthal demnächst wieder auftaucht und dass er die ganze Zeit nicht weit von hier war und sich köstlich über die Suche amüsiert hat. Morgenthal war weder ein amüsanter noch ein sich amüsierender Typ. Aber, meine Herren, ich finde, wir beenden diese müßige Debatte und kommen wieder zu den ernsten Dingen des Lebens. Skat und Bier. Wirt, drei Töpfchen vom schnellen Hellen. Ich glaube, ich bin dran. Da und da und noch ein paar für Sie. Schlimm. Schlimm, was haben Sie da wieder an den Pfoten, Mann? Das gute Braune. 18, Albrecht. Gewisslich, Barbre, hab ich. Nachdem dieser einleitende Ramsch prächtig in die Hose gegangen ist... In die Soutane unwürden, in ihre nämlich. ...bringt der jählings einsetzende Lärm mich zu der Frage, was der räudige Kater macht. Ist das immer noch Trauermusikow? Sie sind doch der Spezialist für sowas. Dieses Bergmann ist Jean-Baptiste Lully, ein liebertes Männchen. Mhm. Unser Wirt ist aber genauso ein Banause wie Sie, was Musik angeht. Er trauert tatsächlich mit dieser Barockmusik um sein totes Katerfeld. Nun, vielleicht geht es ihm wie den Rundfunkprogrammierern. Alle klassische Musik ist ernst. Also der Kater ist ernstlich tot. Ja, er hat sich vor ein paar Tagen im Zustand fortgeschrittener Verwesung im Hinterhof gefunden. Was uns natürlich zur Frage bringt, gibt's was Neues im Fall Morgenthal? Er hat sich nicht verwest im Hinterhof eingefunden, wenn Sie das meinen, Albrecht. Nichts Neues? Überhaupt nichts? Sie klingen enttäuscht, Doktor. Nein, es gibt nichts Neues. Die Polizei sucht noch oder nicht mehr. Jedenfalls hat sie ihn nicht gefunden. Und niemand weiß was. Doch. Ach, wer und was? Ich weiß was. Ich hab's durch pures Denken rausgekriegt. Uiuiui. Ja, mir fehlt nur noch ein Steinchen zum Mosaik. Ein verwester Kater, ein um diesen mit Barockmusik trauernder Wirt, das Triumvirat von Obrist, Pfaffe und Quacksalber ratlos. Und plötzlich fängt der Doktor an, Mosaiken zu legen. Ach, Hilfe, Hilfe. Bergmann, Sie können mir das letzte Steinchen liefern. Ja. Sie haben gesagt,
Morgenthal war viel in seinem Garten. Und bevor er verschwand, wollte er ein neues Beet anlegen oder sowas. Ja, Rhododendren wollte er pflanzen. Er hat sie bestellt und bekommen und dann hat er angefangen zu buddeln. Aber der Boden da draußen ist ziemlich schwer. Wohl dem Hobbygärtner, der gleichzeitig Bauunternehmer ist. Vielseitigkeit schadet nimmer nicht, aber wieso hier? Das waren schon früher größere Büsche, die Morgenthal bekommen hat. Und der Boden da draußen ist, wie gesagt, die reine Kleie. Also hat Morgenthal einen seiner eigenen Bagger kommen lassen, ein riesiges Loch gebuddelt und mit Torf aufgefüllt. Aha, aha, Dele. Ganz aufgefüllt? Ja. Mein Informant, ein Pfarrkind, beichtet auch immer sehr verwaschen. Er hat nichts Genaues gesagt. Jedenfalls ist Morgenthal verschwunden, bevor er die Rhododendren in seinem Torfloch hat einbuddeln können. Und was ist mit den Rhododendren passiert? Wieso? Ich glaube, seine Frau und seine Töchter haben sie so eingepflanzt, wie er es vorgesehen hatte. Schließlich lässt man ja Rhododendren nicht einfach so herumstehen, oder? Hören Sie doch mit Ihren Rhododendren auf. Was hat das mit Morgenthal zu tun? Viel, viel. Bagmann, Sie haben gesagt, die älteste Tochter von Morgenthal ist damals, als er zur Kur war, einmal in ihrer katholischen Diskothek gewesen, samstags im Pfarrheim. Ja, habe ich. Ich stehe dazu. Auch durch dumme Anwürfe bringt mich niemand zur Untreue gegenüber abgelegten Worte. Oh Gott, dieses Geschwätz. Sie legen doch Ihre Worte ab wie normale Menschenkleider. Abgelegte Kleider, Wortlumpen. Hören Sie mit dem Gezänk auf. Bagmann, ist die Tochter in der letzten Zeit wieder mal in diese Pfarrdisco gekommen? Ziemlich regelmäßig. Sie nutzt die Abwesenheit des geliebten Vaters schamlos aus. Weder geliebt noch schamlos. Normal, würde ich sagen. Sie hat keiner gefragt, Albrecht. Meine Herren, merken Sie denn noch immer nichts? Ja, es zieht. Und unsere Gläser sind leer. Ja. Das ist, was ich merke und bemerke. Wirt, drei Stück vom gleichen, ja? Ja, nun machen Sie es doch nicht so spannend, Korf. Was sollen wir denn merken? Wo würden Sie eine Stecknadel verstecken? Nicht im Heuhaufen. Jemand zum Beispiel, ein pensionierter Oberst, könnte sich beim Dessert den Mundwinkel aufschlitzen. Also diese unqualifizierten Anwürfe beiseite lassend. Ich würde eine Stecknadel in einem Nadelkissen verstecken, unter anderen Stecknadeln. Richtig. Und wenn Sie eine Leiche zu verstecken hätten? Keine unvorsichtigen Bekenntnisse, Oberst. Leiche? Auf dem Friedhof, unter anderen Leichen. Ja, das ist eine Möglichkeit. Sehen wir das mal abstrakt. Was haben Nadeln im Nadelkissen und Leiche auf dem Friedhof gemein? Nadel im Kissen und Leiche auf Friedhof fehlt sich bei allem bestimmtes Artikel. Er lallt, Papist. Er lallt übler denn je. Koff, ich weiß immer noch nicht, worauf Sie hinaus wollen. Es ist doch ganz einfach. Beide. Nadel und Leiche sind da, wo sie hingehören, wo keiner sie sucht, wo sie keinem auffallen. Und? Wenn ich auf der Kanzel stehe, wo ich nicht gehöre, falle ich trotzdem auf. Weil Sie leben und labern. Morgenthal labert nicht. Und lebt nicht mehr. Wie können Sie da so sicher sein? Das war zuerst nur eine Vermutung. Ich habe mir gesagt, jemand, der nicht aufzufinden ist und seit 4 Monaten kein Geld von seinem Konten abgehoben hat, ist vielleicht ganz einfach tot. Na, ganz einfach, natürlich. Aber wieso? Wir haben doch keinerlei Motiv für einen Mord gefunden. Denken Sie etwa an Selbstmord? Nein, Mord. Mhm. Wir haben das Motiv ein paar Mal in der Hand gehabt und übersehen. Wir haben in der falschen Richtung gesucht. Sie meinen, die Frage, wer von Morgenthals Tod profitiert, diese Frage ist falsch? Allerdings, wenn man das Profitieren eng auffasst, materiell. Materiell profitiert niemand von Morgenthal. Also wenn es ins Immaterielle geht, da hat ein alter Atheist wie ich nichts zu suchen. Machen Sie das untereinander aus, meine Herren. Wie meinen Sie das? Immateriell? Ich meine, dass wir alle drei Illusionen über die Heiligkeit der Familie und die Innigkeit familiärer Bindungen haben. Teufel! Ach ja, natürlich. Das liegt auf der Hand, seit wir darüber reden. Sehr gut, Kopf. Ach, meinen Sie, Frau und Tochter haben Morgenthal umgebracht? Na, tun Sie doch nicht so empört. Was kommt in den besten Familien vor? Sogar päpstlich. Ja, aber wie? Warum? Welches Motiv sollten Sie denn haben? Ja, das haben Sie uns doch selbst genannt, Bagmann. Der tyrannische Vater, der Frau und Kinder zu einem mittelalterlichen Lebenswandel zwingt. Ja, ist das denn ein Mordmotiv? Übertriebene Katholizität, aber allemal. Die Frau darf weder ins Geschäft noch ans Auto. Die Töchter dürfen weder in die Diskothek noch auf die Universität.
Die Älteste soll den Sohn eines Geschäftsfreundes heiraten, vermutlich ohne gefragt zu werden. Ich finde, das reicht völlig aus, um einen Mord zu begehen. Ja, wieso haben Sie ihn dann nicht schon längst umgebracht? Ja, auch dafür gibt es Gründe, die Sie uns genannt haben, Bangmann. Morgenthal ist nie lange von der Familie fort gewesen. Dann hatte er den Unfall, kam ins Krankenhaus, musste zur Kur. Frau und Töchter waren erstmals allein und die Älteste ist in ihre komische Pfarrheimdiskothek gekommen. So haben sie Blut geleckt. Zum ersten Mal konnten sie tun, was sie wollten, ohne sich nach den starren Vorstellungen des Vaters richten zu müssen. Und als er aus der Kur zurückgekommen ist und wieder dafür gesorgt hat, dass alles so läuft, wie er es haben will, da haben sie ihn beseitigt. Weil sie endlich leben wollen. Überzeugt mich. Gutes Motiv. Ich bin für Straffreiheit. Moment. Nicht so schnell. Ich stelle meine kirchlichen Vorbehalte mal zurück. Aber wie? Wie haben Sie ihn umgebracht? Was ist mit dem Wagen? Er ist doch abends noch mit dem Wagen gesehen worden. Denken Sie doch mal nach, Bergmann. Kurz nach 9 hatte der Mann aus der Würstchenbude den alten rosa Metallic-Diesel mit zerbeulten Kotflügel gesehen. Richtig? Ja, eben. Aber, teurer Freund, um diese Zeit ist es dunkel. Ich glaube durchaus, dass bei der guten Beleuchtung von unserem Bahnhof der Wagen zu sehen war. Aber wer hat ihn gefahren? Glauben Sie, nach Anbruch der Dunkelheit könnten Sie erkennen, wer in einem Wagen sitzt? Aber außer Morgenthal hat niemand den Wagen je angefasst und keiner aus der Familie konnte ihn fahren. Nein, das stimmt nicht. Sie haben uns selbst gesagt, dass die Frau einen vorehelichen Führerschein gemacht hat. Bestimmt kann sie nicht mehr blendend fahren, aber es dürfte ausreichen, um abends, wenn kaum Verkehr ist, eine Runde durch den Ort zu drehen. Und, mein Lieber, wenn Morgenthal zu diesem Zeitpunkt schon tot war, wer sollte es der Frau dann verbieten, mit dem Wagen zu fahren? Das wäre natürlich möglich. Aber wozu fährt man mit dem Wagen eines Toten abends durch die Stadt? Nehmen Sie mal an, Sie bringen Morgenthal um. Die einfachste Möglichkeit, den Verdacht von sich abzulenken, ist, dafür zu sorgen, dass jemand ihn noch sieht. Oder glaubt, ihn zu sehen, wenn er schon längst tot ist. Sie setzen sich also in den Wagen, den viele Leute kennen, und fahren am Bahnhof vorbei, weil sie wissen, dass der Würstchenstand noch geöffnet ist. Da steht bestimmt jemand, der bezeugen kann, dass er den Wagen gesehen hat. Ja, und dann? Wohin mit dem Wagen? Moment. Ja, wieder zurück nach Hause. Und wenn auf der Heimfahrt jemand den Wagen sieht, ein Passant, ja, dann ist doch das ganze Alibi im Eimer. Ja, die Frau muss ja nicht unbedingt den gleichen Weg zurückgefahren sein. Aus der Stadt hinaus und dann über einsame Feldwege im großen Bogen heim. Und wenn sie da jemand sieht, dann sieht sie den auch und kann notfalls umkehren. Also rein in die Stadt, gesehen werden, andere Ausfallstraße und ungesehen über Feldwege zurück. Ja. Schauen Sie, alles ist ganz einfach. Wir haben ein Motiv. Der Alte hat alle tyrannisiert. Sie haben einmal das Blut der Freiheit geleckt, um es so auszudrücken, und jetzt wollen Sie nicht länger mitspielen. Das ist das Motiv. Sie haben nichts zu verlieren, denn wenn Morgenthal stirbt oder verschwindet, geht finanziell alles weiter wie bisher. Sie brauchen ihn also nicht einmal als Ernährer, weil er es so gut organisiert hat. Also ich bin überzeugt. Motiv und Risikoberechnung stimmen. Es bleibt nur die Frage, wie Sie ihn umgebracht haben. Und wo sind die Leiche und der Wagen? Wir haben uns ja über diesen verdammten alten Diesel nun schon reichlich den Kopf zerbrochen. Ja, brechen Sie noch ein bisschen, Oberst. Sie auch, Bergmann. Wir waren uns einig, dass der Wagen überall auffällt. Ja. An Grenzen, auf Parkplätzen, wo auch immer. Ja. Was aber, wenn er nicht mehr auffallen kann, weil er nicht mehr existiert? Abermals, ich sehe, worauf Sie hinausfallen. Oh, das ist stark. Hm? Das ist... Tja, wie ist das? Das ist genial einfach. Aber es ist auch monströs. Also, Doktor, ich muss Sie loben. Wo fällt die Nadel nicht auf? Dort, wo sie hingehört. Ja, nicht wahr? Die Frage, auf welche Weise die Frau und Töchter allein oder gemeinsam den Alten getötet haben, ist letztlich uninteressant. Gift, der chinesische Seidenschal, erschlagen, erwürgt, vielleicht auch nur bedeutend dann lebendig begraben, zusammen mit dem Auto. Also, Morgenthal buddelt selbst noch den Garten auf per Bagger. Die Töchter graben ein bisschen weiter. Und wenn im großen Baggerloch nur Torf war, dann konnten die leicht ein Riesenloch daraus machen.
Die Mutter fährt mit dem Wagen durch die Stadt, damit er noch einmal gesehen wird. Dann fährt sie auf Umwegen wieder nach Hause. Sie tragen den toten oder betäubten Vater in den Wagen. Dann fahren oder schieben sie das Vehikel in die ausgehobene Grube. Anschließend schaufeln sie es wieder so weit zu, dass es aussieht wie vorher. Dann melden sie den Vater als vermisst, pflanzen aus Pietät seine geliebten Rhododendren, wie er es gern selbst getan hätte. Und er sitzt die ganze Zeit darunter. Und schaut sich nicht die Radieschen, sondern die Rhododendren von unten an. Jawohl, gute Aussicht. Keine Leiche, kein Wagen, keine Zeugen. Es ist dunkel, das Haus steht außerhalb des Ortes, ringsherum läuft eine hohe Mauer. Perfekte Sache. Wissen Sie, wie ich darauf gekommen bin? Diese blöde Hawthorne-Geschichte, Wakefield. Dauernd haben wir überlegt, dass Morgenthal entweder, wie der Mann in dieser Geschichte, nahe bei seinem Haus lebt, oder dass er in der Ferne lebt. Oder dass er in der Ferne tot ist. Dass er bei seinem Haus tot ist. Also die vierte Möglichkeit. Die haben wir nicht bedacht. Das ist ja monströs. Eine Leiche samt Auto im Garten verbuddeln. Aber es gefällt mir, mein Lieber. Es gefällt mir ausgezeichnet. Große Gratulation, lieber Doktor. Bloß, was machen wir jetzt damit? Was machen wir damit? Eine wunderschöne Beweisführung, ja. Aber wie wollen wir die beweisen? Sie meinen, wenn ich Sie recht verstehe, Feldwebel, dass wir jetzt graben und nachsehen und danach die Polizei beglücken sollen? So klingt's. Ja, also ich bin nicht sicher. Nachsehen würde ich schon gern. Was meinen Sie denn, was ich letzte Nacht gemacht habe? Was? Ernstlich? Das ist köstlich. Sind Sie bei diesem Regen über die Mauer geklettert und haben unter den Büschen gestochert? Sie sollten mal meine Schuhe sehen. Aber es war gut dunkel und ich habe unter den Rhododendren mit einer dünnen Stange gebohrt. Keiner hat mich gesehen. So wird man auf seine alten Tage zum Einbrecher. Und? Haben Sie da was gefunden? Außer nachtschwärmerischen Regenwürmern? Ja. In etwa 2 Meter Tiefe. Da ist Metall. Gut, sehr schön. Aber was machen wir jetzt? Tja, also, ich will gestehen, dass ich meine religiösen Vorurteile über die Heiligkeit der Familie ein wenig geblendet habe. Eigentlich ist alles ganz klar und sogar offensichtlich. Also denke ich mir, wird früher oder später die Kripo auch draufkommen. Und wenn nicht? Oh, wir leben in einer arbeitsteiligen Zeit, nicht wahr? Ich werde es nicht zulassen, dass ein Kommissar auf meine Kanzel klettert und die Sonntagsmesse hält. Und folglich hüte ich mich, in eine polizeiliche Ermittlung einzugreifen. Zumal, ja, ich ja nichts wirklich weiß. Der Verschwundene, den ich nicht gekannt habe, scheint kein sehr liebenswerter Zeitgenosse gewesen zu sein. Ich weiß nicht, ob man das nicht als Notwehrmaßnahme seitens der Familie ansehen sollte. Im Übrigen geht es mich nichts an. Na, und Sie, Korff, was machen Sie damit? Womit? Na, mit Ihrer logischen Ermittlung und dem Stochern im Garten. Von welchem Garten reden Sie da? Ja, dem Morgenthalschen. Morgenthal, nie gehört. Praktisch. So ein löcheriges Gehirn. Aber hören Sie weg, Korff, sonst erinnern Sie sich doch noch. Aber man muss zugeben, es gibt schlechtere Dinge, als den Tod im eigenen Garten zu verbringen. Aber auch bessere. Skat zum Beispiel. Wer gibt? Lassen wir den Doktor geben. Ehrenhalber. Oh, Sie beschämen mich, meine Herren. Na gut. So. Da. Und da. Und noch ein Häufchen. Und ein Kärtchen für Papi. Und eines für Morgenthal. Für wen? WDR Radio 5. Krimi am Samstag. Thank you.
Das Triumvirat spinnt von Gisbert Hafs. Regie Klaus-Dieter Pittrich. Einer von Ihnen hütet doch noch das Pik Ass? Na und? Wollen Sie es mit ins Bett nehmen, Oberst? Du hast doch nicht mit dem Pik Ass im Bett. Es piekt. Außerdem hab ich's nicht, wie Sie gerade sehen. Ich hatte gehofft, ich könnte noch eine Stichte mitmachen, aber... Danke, Herr Doktor, danke. Aber auch die Hoffnung ist bisweilen eitel. Ich habe einfach 83 und das nette Ass-Doktorchen macht 94 geschnitten. Grang mit Reinspiel, 4, Schneider 5, 120. Das gibt 3 Bock und 3 Ramsch. Prost! Also wir sollten doch die neuen Regeln übernehmen. Das war Ihr 6. Grang. Wenn wir den mit 20 statt mit 24 zählen, haben Sie immer noch mehr, als Ihnen zusteht, Sie Bope. Herr Wirt, Nachschub. Wir waren uns doch gegen den Skatbund einig, dass man mit einem Nullouvert einen Grang nicht überreizen kann. Der Oberst hatte gerade einen Nullouvert, Bachmann. Haben Sie das nicht bemerkt? Jetzt ist er sauer. Ist ohnehin ein wenig sauertöpfisch heute, nicht wahr? Keine Kriegsanekdoten, gegessen hat er auch kaum. Und dazu dieser ekelhafte Schlips. Ist das Ihre Gala-Uniform oder was? Wandeln Sie entsetzliche Vorstellung auf Freiers Füßen und hatten eben ein unergiebiges Rendezvous? Also bitte sehr, wenn Sie stört. So, weg mit der Krawatte. Oh, jetzt geht's besser. Was nichts an Ihrer Miene ändert. Geht's Ihnen nicht gut? Keine abwegigen Diagnosen, Doktor. Also, der Schlips. Tja, man hat mich zu den Honoratioren unseres Örtchens erhoben und zu dieser Ehrenfeier geladen. Was für eine Ehrenfeier? Na, die für den ruhmreichen Sohn der Stadt, Pedro Schaumburg, dekorierter Künstler. Ach, der Maler. Stimmt, das war ja heute. Und dazu lädt man sowas wie Sie ein? Wahrscheinlich, damit der Geehrte nicht übermütig wird. Also irgendwie kann ich Sie beide überhaupt nicht leiden. Ferner zaudere ich, meine Herren. Wie darf man das verstehen? Ob ich Sie mit einem Verbrechen behelligen oder schweigen soll. Verbrechen? Wollen Sie gleich nochmal mischen? Ruhe, Sie schuftiger Kundenmönch. Verbrechen, jawohl. Eines von der schäbigen Sorte. Was meinen Sie mit schäbig? Etwas für die unteren Dienstgrade? Was haben Sie angestellt, Kolonel? Wir sagen es auch nicht weiter. Was ist das? Eine Postkarte. Ein bisschen bunt. Lassen Sie mal sehen. Aha, aus unserem Heimatmuseum. Was sagt denn das Kleingedruckte? Vitrine mit Arbeitsgeräten des Künstlers Peter Pedro Schaumburg. Nun na, und? Moment. Ich habe noch etwas. Bitte sehr. Noch eine Vitrine. Tolle Vitrinenkollektion hat das Museum. Und was ist da drin? Münzen. Just, Herr Medizinalassistent. Münzen. Römische, genauer. Und zwar aus lauterem Golde. Dem Reinen ist alles rein. Dem Lauten ist alles lauter. Als sie es vor sich schweigend zu ignorieren. Ich will's nicht so spannend machen. So spannend ist es gar nicht. Sondern Ihnen die anderen Bildchen zusammen zeigen. Da und da. Noch 3 Vitrinen. Münzen. Und was ist das? Hüte. Die Lärmform namens Tango dient einem, sagen wir mal, guten Zweck. Sie machen mich überhaupt nicht neugierig. Ja, dann hören Sie weg. Es ist nämlich, kommen Sie mal näher mit den Ohren. Dem Wirt ist nämlich die Frau abgehauen mit einem Argentinier. Und jetzt versucht er, mit dieser Musik rauszukriegen, was denn an einem Argentinier so toll ist. Eine interessante Form des Masochismus, nicht wahr? Wesentlich interessanter nebenbei als Ihr Postkartensadismus, mit dem Sie uns quälen. Was ist mit diesen Vitrinen los? Also, sehen Sie mal. Heute früh
sahen die Vitrinen so aus. Ja. Woher haben Sie die Bilder denn? Von einem alten Untergebenen. War mal in meiner Ausbildungskompanie. Heute fotografiert er für das hiesige Käseblatt. Furchtbar. Haben Sie sämtliche Rekruten derart versaut? Nett sieht das aus. Meine Güte, alle Vitrinen kaputt, zerdeppert. Und geplündert, bis auf die mit den Werkzeugen des Künstlers. Morgen früh wird das alles dramatisch in der Zeitung stehen. Wieso interessiert Sie das eigentlich? Sind das Ihre Vitrinen? Ach, Ivo, nein. Es war nur dieser bedeutende Festakt. Bei dem man Sie zum Honoratioren befördert? Also, der war im Museum. Mit Pauken und Trompeten und allem Zubehör. Zwischen kaputten Vitrinen, als ob jemand der Stadt den Spaß hätte versauen wollen. Und das finden Sie schäbig? Genau, Eminenz. Das finde ich schäbig und gemein und niederträchtig. Hoff, er weint gleich. Kaum wird er einmal zu einer Veranstaltung für Erwachsene eingeladen, schon geht's in die Uniformhose. Armes Kerlchen. letzte Nacht ist das passiert. Naja, Moment mal. Was haben Sie? Ach, nichts. Ich habe mich wohl geirrt. Ärztlicher Kunstfehler? Kommt vor. Grämen Sie sich nicht. Was war denn mit Ihrem bedeutenden Irrtum? Ich hatte irgendwie... Hat einer von Ihnen eine Lupe dabei? Was wollen Sie denn mit einer Lupe? Ach, lassen Sie nur. Spielt keine Rolle. Es war bloß... So eine Idee. Moment. Ich komme gleich zurück. Ei, wo laufen Sie denn? Was soll das, Korf? Sehen Sie mal. 5 Vitrinen. 4 leergeräumt. Münzen kann ich verstehen. Ich meine, dass jemand die klaut. Aber wer klaut historische Kopfbedeckungen? Glatzköpfe, Hutmacher, Mützensammler, Skalpjäger. Sie sind heute ein bisschen wirr, Unwürden. So. Ihr Lupendoktor wird gleich kommen. Der wird verschüsselt nämlich nicht nur seine Frau, sondern sammelt auch Briefmarken. Er hat eine Lupe, die er alsbald verfügbar machen wird. Ich bin entzückt. Woher wussten Sie das? Ach Gott, es gibt da so Dinge. Sagen Sie mal, was wollen Sie denn eigentlich mit der Lupe? Etwas überprüfen auf Ihren Bildern. Erzählen Sie uns doch etwas von dieser Zeremonie, bis die Lupe kommt. Tja, also Schaumburg hat vor Jahren unser Nest verlassen. Nestflüchter gewissermaßen. Und sich auf die Kanarischen Inseln abgesetzt. Lanzarote genauer. Nun wurde er 60, kriegte eine Ausstellung in Berlin und einen internationalen Preis. Und da hat man hierorts beschlossen, wenn er denn schon nach Deutschland kommt, locken wir ihn in die Heimat, damit ein bisschen Ruhm auch an uns kleben bleibt. Und geben ihm eine Ehrenbürgerschaft. Dann haben sich noch ein paar Leute dahinter geklemmt und dafür gesorgt, dass er vom Vaterland einen Orden kriegt. Auch der wurde heute verliehen, also ein großer Tag für die kleine Stadt. Eieiei, und Sie durften mitspielen. Ich bin ja kein Spielverderber. Nur raten Sie mal, weshalb man mich eingeladen hat und nicht Sie, Bergmann. Ach, die Lupe. Heißen Dank, Herr Wirt. Ja, was wollen Sie denn jetzt damit? Ich wollte mir mal ansehen, was da... genau in der Vitrine mit den Utensilien des Herrn Künstlers liegt. Aha. So. Lassen Sie uns teilhaftig werden, Herr. Hier schauen Sie mal. Die anderen Dinge, da ist ja nichts Überraschendes bei, nicht wahr? Eine verschmierte Palette, leere Farbtupfen, räudige Pinsel, Wischlappen, Reißstifte, der ganze Kram. Aber bitte, was ist das? Tja. Abermals. Tja. Als Mann des Friedens erkläre ich mich für unzuständig. Sie, Landsknecht, wie würden Sie das nennen? Ja. Dies, meine Herren, dürfte ein Faustkeil sein. Was tut der Maler mit einem Faustkeil? Ich habe, wie das so meine Art ist, ein bisschen recherchiert. Nach Art pensionierter Obristen oder nach Art kunstbeflissener... Wie sagten Sie noch, was Sie jetzt sind? Honoratioren? Wie lautet die Einzahl davon? Honorat oder so, also meine Recherchen. Pedro Schaumburg malt, wie wir inzwischen alle wissen. Er malt üppig in Öl, verfertigt weniger üppige Zeichnungen mit Tusche und Feder, hat mit Collagen und Lithografien gute Umsätze gemacht.
Zu seinen bekanntesten Werken gehören allegorisch-surrealistische Gemälde wie »Der Fakir verbindet das wunde Nagelbrett«, zu sehen in New York, oder »Sanduhr mit Doppelhelix als zeitlose Venus« in Prado, oder spektrales Zirpen einer mürben Semmel, Pinakothek in München. Ferner, ach du liebes bisschen, sehen die Dinger so aus, wie sie heißen, oder kann man sie wirklich anschauen? Ich fürchte, man kann sie nicht nur anschauen, sie schauen sogar zurück. Was die Frage nach dem Faustkeil noch immer nicht beantwortet. Na, sie lassen einen ja nicht ausreden. Mit dem Faustkeil hat Schaumburg dem Vernehmen nach Weichholzstatuen angefertigt. Es gibt da Titel wie Stachelschweigen. Bitte? Die haben recht genommen. Stachelschweigen. Oder, merken Sie auf, Antologie. Ha, ha. Und zum dritten Mal ha. Oder Die Lücken und die Ränder. Elegie eines Reibeisens. Rutsch mir den Buckelluckel. Derlei. Aha. Nun weiß ich mehr, als ich je wissen wollte. Was man nicht alles anstellen kann, wenn man Zeit dazu hat. Wundersam ist die Vielfalt der Geschöpfe des Herrn. Da hören Sie auf mit dem Geformel. Pedro Schaumburg heißt Pedro übrigens, seit er nach Lanzarote gegangen ist. Also Schaumburg hat viele interessante Dinge getan und wurde dafür heute als Bundesverdienstkreuz geschlagen und mit der Ehrenbürgerschaft gezüchtigt. Pfui, und das von Ihnen, Herr Pfarrer, ich bin entzückt. So, jetzt wissen Sie Bescheid. Also können wir jetzt endlich Skat spielen? Moment, nicht so hastig. Lassen Sie mich diese Vitrine noch mal betrachten. Vorher und nachher. Sehen Sie mal, sieht das nicht so aus, als ob das hier ein anderer Faustkeil wäre als auf dem ersten Bild? Also, ja, ich weiß nicht. Ist da unten ein bisschen dicker als der erste, also als auf dem ersten Bild. Aber das Bild ist ja auch größer als die olle Postkarte. Und ich nehme mal an, beim Einräumen bzw. Aufräumen nach der Verwüstung hat man das Ding anders hingelegt. Auf die andere Seite. Bade, Retro, Faustteil, weg mit den Bildern. Korf, klemmen Sie sich die Lupe ins Auge und mischen Sie. Ich frage mich nur, wieso jemand ins Heimatmuseum einbricht und 4 Vitrinen plündert, aber die 5., in der nichts ist, was man versetzen kann, kaputt schlägt. Purer Vandalismus. Wie diese Karten. Albrecht, reden Sie mich bitte vorsichtig an. Ja, müdes 18. In der Tat. Widerwilliges 20. Zu viel für einen alten Pfaffen. Sprachen Sie von einem alten Affen? 2. Hilfe. Ja. 0. Ja. 4. Ja. 7. Ja. 30. Nun seien Sie doch mal still, Hochdero Impertinenz. Was quält Sie denn, Korf? Lassen wir mal die materiellen Fragen beiseite, ja? Damit meine ich die Möglichkeit des Einbrechens, also Türen, Fenster, Brecheisen, derlei. Ich könnte Ihnen etwas... Sehen Sie sich vor, Korf? Er könnte Ihnen etwas... Denke ich mir, aber ich will das im Moment nicht wissen. Also, jemand steigt ins Museum ein... Ausgerechnet in der Nacht, bevor der große Sohn der Stadt, Pedro Schaumburg, in diesem Museum geehrt und dekoriert wird. Zufall? Was weiß denn ich? Wenn ja, dann ist es Zufall Nummer 1. Im Museum, ich bekenne, ich war lange nicht mehr drin, gibt es doch sicher etliche Dinge, die man klauen könnte. Na ja, so viel nun auch wieder nicht. Also Gegenstände, Fundstücke, römische Meilensteine. Aber wissen Sie, die schleppen sich so schlecht. Keine Kasse zum Beispiel? Keine Kasse zum Beispiel? Ruhe, Bergmann, nein, keine Kasse. Die wird abends geleert. Außerdem ist da bei dem regen Verkehr und unserem gemeinen Bildungshunger nie viel drin. Na schön, also ein Bruch. Vermutlich kennt sich der Einbrecher aus. Dann weiß er, wie wir nun, dass es nicht viel zu holen gibt. Außer zum Beispiel Münzen in Vitrinen und für Fetischisten alte Mützen. Langsam, Junge, Sie setzen da zu viel voraus.
Vielleicht weiß Ihr Einbrecher das ja doch nicht so genau. Vielleicht hat er einfach einen Nachtspaziergang gemacht und sich gesagt, ach, ein Museum, da breche ich jetzt ein. Unwahrscheinlich, aber tun wir mal so. Ist sonst etwas zerstört worden, Oberst? Meines Wissens nicht. Gut. Also, der Einbrecher tut, was Einbrecher so tun und schaut sich um, weil er sich ja nicht auskennt. Keine Kasse, keine zum Klauen abgepackten echten Rembrandts oder derlei. Nur ein paar Glaskisten mit Münzen, einer mit Mützen und einer mit Utensilien eines lokalen Künstlers. Richtig? Bemerkenswert. Worauf wollen Sie hinaus? Wenn ich der Einbrecher wäre, würde nun die Kästen zerdeppern, in denen Münzen sind, und mit den Münzen verduften. Äußerst bemerkenswert. Halten Sie sich da raus, Bergmann. Goff, weiter. Wenn ich, was ja immerhin denkbar wäre, zufällig einen Hang zu antiken Kopfbedeckungen hätte, würde ich vielleicht noch diesen Kasten zwangsweise öffnen und ein paar Hüte, Mützen, Kappen oder derlei mitnehmen. Aber wozu sollte ich die Vitrine mit den Utensilien eines Malers öffnen? Vielleicht hat der edle Dieb die Münzen erst später gesehen und aus reiner, wie wohl keineswegs lauterer Frustration die Malervitrine geschändet oder derlei. Unwahrscheinlich. Die Kästen stehen alle im gleichen Saal, ziemlich nahe beieinander. Sind Sie für mich oder gegen mich? Für die Wahrheit, Kardinal, also gegen den Vatikan. Oje, hören Sie doch bitte auf. Wenn der Einbrecher hingegen weiß, was im Museum ist, und wenn er gezielt einbricht, um zum Beispiel Münzen und Mützen zu klauen, wozu zerschlägt er dann die Malervitrine? Aha. Um eine falsche Spur zu legen. Damit man nicht merkt, dass er Münzen und Mützen geklaut hat. Entschuldigen Sie, Bergmann, aber das ist blödsinnig. Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen, mein Lieber. Ich bin ja nicht der blödsinnige Einbrecher. Nein, aber der Ministrant mit den blödsinnigen Vorschlägen, das sind Sie. Also verstehe ich Sie richtig, Doktor, dass ein zufälliger Dieb die Vitrine kaum zerschlagen würde. Ein informierter Dieb, aber erst recht nicht. Sie sagen es, Albrecht. Um Vergebung, die Herren, aber könnte es sein, dass Sie beide ganz allgemein die Intelligenz oder Logik der Mitmenschen überschätzen? Nicht mehr, seit wir Sie kennen, Bergmann. Und auch vorher eher selten. Ich dachte weniger an mein geistesklares Licht, das Sie blendet, als vielmehr daran, dass ein Einbrecher möglicherweise einfach was zerschlägt. Ohne Grund. Vandalismus? Nicht so, nein, nein, nein. Dann hätte der Räuber noch andere Dinge zerschlagen, zerfetzt, zerhauen oder derlei. In dem Saal sind noch drei Vitrinen. Warum hat er die heil gelassen? Aus Motiven, die zur Sphäre des Surrealismus gehören? Um sie zu foppen, Gentlemen? Ach, seien Sie doch mal einen Moment ernst. Der Dieb lässt Münzen und Mützen. Wenn Sie jetzt noch einmal Münzen und Mützen sagen, schreie ich. Rappen und Kappen. Batzen und Barette, besser. Was weiß denn ich? Also Zechinen und Zylinder. Lässt er verschwinden, haut zum Spaß noch den Kasten mit Malerutensilien kaputt. Ach, steht er direkt neben den anderen Geplünderten? Nein, da ist noch einer mit prähistorischen Steinwerkzeugen dazwischen. Ha. Und die anderen? Na, die anderen Geplünderten stehen nebeneinander. Ich merke, worauf Sie hinaus wollen. Und preise eures Verstandes Skalpell, o Medicus. Plündert Kästen Nummer 1, 2, 3 und 4, lässt Nummer 5 heil und zerdeppert sinnlos Nummer 6. Und in Nummer 6 liegen Dinge, die dem Maler Schaumburg gehören, der ein paar Stunden später geehrt werden soll. Ja, ja, aber er hat doch nichts aus der Glasvitrine geklaut. Schaumburgs Glasvitrine, meine ich. Warum hat er sie zerschlagen? Warum habe ich schon wieder Durst? Wirt, noch drei Utensilien, bitte. Also, Sie nehmen mir das Bier, das Wort aus dem Mund. Ja, warum? Doch nur vandalischer Zufall? Geben Sie mir noch mal die beiden Bilder, vorher und nachher. Ja, bitte sehr. Die Lupe kleidet sie übrigens ganz possierlich. Ein veritabler Zyklop, unser Doktor. Wie? Zyklop mit Monokel. Also, ich finde nichts. Nichts. Außer dieser Verdickung am Faustkeil auf dem Hinterherbild. Zeigen Sie mal her. Tja. Also, entweder liegt der Faustkeil jetzt einfach anders als vorher,
Oder es ist nicht mehr der Faustkerl von vorher. Die Kurie beliebt zu scherzen, wie? Wer würde denn in ein Museum einbrechen, Münzen und Hüte klauen und einen Faustkeil gegen einen anderen eintauschen? Bergmann hat vorhin was von falschen Spuren gesagt, Albrecht. Ich glaube, er wusste gar nicht, wie treffsicher er damit daneben geschossen hat. Sie meinen, Doktor, der ganze Einbruch galt dem Faustkeil. Ja. Und die Mützen und Devisen und Kopfzierden hat er nur als Ablenkung mitgehen lassen. Kann das sein? Oder ist das doch derselbe Faustkeil, liegt jetzt nur anders? Das Ganze ist doch vollkommen absurd. Münzen klauen, okay, Kopfputzen, naja. Aber wozu um alles in der Welt sollte jemand in ein Museum einbrechen, um einen Faustkeil anders hinzulegen oder auszutauschen? Ja, das fragt man sich da. Sie klingen, als ob Sie mehr wüssten, Doktor. Nee, ich weiß nicht mehr. Ich versuche nur gerade, mich an alte Geschichten zu erinnern. Dinge, die man früher mal über Schaumburg erzählt hat, als er noch hier lebte. Was für alte Geschichten denn? Ach, diese Frauengeschichte. Also machen wir das jetzt hier im Ernst? Ich meine, eigentlich spielen wir Jaskat. Und wenn Sie nicht diese blöden Bilder hingelegt hätten, Oberste, war das Absicht? Oh, trauen Sie diesem abgehalfterten Sergeanten so etwas zu? Absichtliche Behinderung von Skatrunden durch Einschmuggeln von Indizien, mit denen keinerlei Untat nachweisbar ist? Sie haben mich durchschaut, Doktor. Auch wenn dieser papistische Schamane es nicht glaubt. Wissen Sie, irgendwie war mir von vornherein klar, dass es heute Abend furchtbar wird. Backmann kriegt einen Krang nach dem anderen. Deshalb dachte ich, man sollte für ein bisschen Ablenkung sorgen. Ich finde Sie beide ausgesprochen lästig. Mal wieder. Vorsichtig, Medico. Wenn Sie so weitermachen, schaffen Sie es noch, dass Albrecht und ich uns solidarisieren. Da seien die Götter vor. Kommen Sie ernsthaft jetzt. Wenn ich nicht zufällig genauer hingeschaut hätte auf diese Bilder, wäre mir das mit dem Knubbelkeil ja gar nicht aufgefallen. Hatten Sie da etwas gesehen, Albrecht? Oder weshalb? Oder weshalb nicht? Hören Sie mal, lieber, ich war geladen zu einem Fest, ging ahnungslos und beschwingt hin und erfuhr, dass kurz zuvor Vitrinen zerstört und Kostbarkeiten geklaut wurden. So aufregend ist das Leben in diesem Kaff ja nicht. Da wird man sich doch einfach mal wundern dürfen, ohne gleich von hergelaufenen Ärzten einer Absicht geziehen zu werden, oder? Sie öden mich an, alle beide. Ich glaube, Sie haben viel mehr Kirchengeschichte verinnerlicht, als Sie zugeben wollen, Oberst. Wie darf ich denn das jetzt missverstehen? Also, da hat jemand Glaskästen zerdeppert und ein paar Turbane sowie Piaster geklaut. Und Sie schleppen Postkarten und Pressefotos an, zeigen uns diese höchst unaufregende Sache und treten eine kriminalistische Debattenlawine los. Könnte es sein, dass Sie dies wirklich absichtlich getan haben? Dass Sie tief im Herzen tatsächlich von einer schäbigen Untat ausgehen, so wie Augustinus von der Gloria ausging mit der Formulierung »Ich glaube, weil es absurd ist«? Jetzt hören Sie mit Ihrem Bildungsprotzen auf. Oberste, wie ist denn der Einbruch technisch abgelaufen? Der Doktor lenkt von der Ablenkung ab, indem er so tut, als hielte er das Wesentliche für diskutierbar. Ja, Einbruch? Was meinen Sie? Na ja, der Herr Räuber... Ach, sagen wir politisch korrekt, meine Herren, der Herr Räuber oder die Dame Einbrecherin muss irgendwie ins Museum reingekommen sein. Nachts, da ist es doch abgeschlossen, oder? Und gibt es da keine Alarmanlage, irgendwas, das spätestens dann losheult, wenn jemand Glasvitrinen mit Exponaten zerstört? Eine exzellente Frage, lieber Doktor. Wenn wir schon spinnen, dann wenigstens logisch, nicht wahr? Ja, da gibt es allerdings ein Problem. Wegen der Vorbereitungen für die Ordensverleihung heute wurde in den letzten Tagen die Anlage abgeschaltet. Sie musste, sagt die Direktorin des Museums, sowieso gründlich überholt werden. Die Direktorin oder die Anlage? Und offenbar hat man sie auch nachts nicht wieder eingeschaltet. Die Anlage. Oder das ging nicht wegen der Überholung. Jedenfalls beim Einbruch war die Anlage de facto defekto. Aha. Wer wusste das? Also sicherlich alle Mitarbeiter des Museums und die Leute, die sie überholen. Die Anlage? Ja. Und dann besteht die Möglichkeit, dass die halbe Welt es wusste, nicht wahr?
Jemand erzählt in seiner Stammkneipe, dass er in den nächsten Tagen Überstunden machen muss und zu spät zum Skat kommt, weil er die Alarmanlage im Museum repariert. Der Leib. Geschenkt, Hochwürden, geschenkt. Stimmt, sowas kann sich schnell rumsprechen, aber wie kommt der, die das Dieb, ins Gebäude? Auf anrüchige Weise. Anrüchig? Hat er mit einem intensiven Deo-Spray die Schlösser aufgeweicht? Ach, jetzt hören Sie doch mal auf. Nein, der Einbrecher ist von der Parkplatzseite ins Gebäude gelangt. Da stand wohl im ersten Stock ein Klofenster offen. Im ersten Stock? Wie kommt man da hoch? Vor allem, man an dem Baum gut hochklettern kann. Die Äste beginnen in etwa 2 Meter Höhe. Und schwerer, weil der Baum so dicht ist, dass man vom Parkplatz aus das Klofenster gar nicht sieht. Was unsere Überlegung von vorhin, dass jemand einfach so zufällig da eingebrochen sein könnte, endgültig erledigt, oder? Da müsste jemand zufällig auf dem Parkplatz sein, zufällig den Drang verspüren, in diesem Baum herumzuklettern und zufällig das offene Fenster sehen. Sie ahnen ja nicht, von wie viel zufälligem Drang ich im Beichtstuhl höre. Der zufällige Einbrecher muss außerdem sehr gelenkig sein. Das Fenster ist, wie das bei Klofenstern oft vorkommt, ziemlich schmal. Na gut, wir haben also einen Einbrecher oder eine Einbrecherin. Können wir uns der Einfachheit halber darauf einigen, dass wir unter Einbrecher eine Person keinerlei Geschlechts verstehen? Einen zölibatären Fassadenkletterer beispielsweise oder einen Zwitter. Es wird sonst arg umständlich, ewig alle denkbaren Geschlechter zu nennen. Bergmann, kein Kommentar? Ich bin unzuständig, mein Lieber. Zölibatäre Fassadenkletterer. Das müsste die Propagandaabteilung sein. Also, ein Einbrecher, der weiß, dass da ein Fenster ist. Der gelenkig genug ist, auf den Baum zu steigen und einen Ast entlang zu balancieren. Und der schlank genug ist, um ein schmales Klofenster zum Eindringen zu benutzen. Weiß er auch, dass das Fenster offen steht und dass die Alarmanlage ausgeschaltet ist? Ja, also ich nehme an, dass das Klofenster an der Anlage hängt, dass die losrührt, wenn jemand von außen die Scheibe einschlägt oder so. Da müsste der wilde Räubersmann aber nur wissen, dass die Anlage ausgeschaltet ist. Er muss nicht wissen, ob das Fenster offen steht. Das kriegt er notfalls mit Gewalt auf. Also ich sage Ihnen gleich, ich weiß nicht. Ich bin zu alt, um nachts auf Bäume zu klettern und durch Klofenster zu glitschen. Sie sind mit Verlaub nicht gelenkig genug. Schade nebenbei. Es wäre schon reizvoll, sich zu überlegen, mit welcher Sorte Motiv Eminenz Bergmann nachts durch museale Klofenster kraxeln könnte, um Faustkeile zu verschieben und Münzen sowie Kappen zu entwenden. Haben Sie heute schon in Ihre Opferstöcke geschaut? Die Schlitze sind zu klein für Münzen. Oh, ich glaube, ich mag nicht mehr. Wahrscheinlich wollte doch nur jemand Münzen klauen und hat die andere Vitrine zum Spaß zerdeppert. Prost. Prost. Ich trinke mit Ihnen, Doktor, aber da endet auch schon unsere Übereinstimmung. Wir haben so schön angefangen und Bergmann kriegt so widerliche Karten. Also ich bin dafür, die Sache weiter zu bedenken. Spielen wir jetzt weiter Einbruchaufklärung oder machen wir ernst mit dem Skat? Oder ich bin für Kriminalistik, meine Herren. Wir haben das absurde Spiel nun so weit getrieben, dass es ein Jammer wäre, einfach aufzuhören. Wenn Sie meinen... Meinen Sie? Meine ich. Und zwar ganz entschieden. Es wurden geklaut ein paar Taler und ein paar Turbane und die Kiste mit Pinseln, Palette und Faustkeil wurde zerdeppert. So. Vielleicht liegt ein neuer Faustkeil darin, vielleicht wurde der alte nur anders hingelegt. Wie sind Sie überhaupt auf den Keil gekommen, Doktor? Ein grober Klotz kommt immer auf einen groben Keil. Geschenkt, Bergmann, geschenkt. Mich hat dieser Knubbel irritiert, der auf dem alten Bild der Postkarte nicht zu sehen ist. Hängt vielleicht damit zusammen, dass ich bei meinen Patienten schon mal auf Knoten und Verwachsungen und derlei achten muss. Sie werden aber nicht mit Faustkeilen bezahlt, oder? Operieren auch nicht mit solchen. Wenn Sie so weiter schwafeln, Herr Abt, dann gibt es bald eine leere Kanzel mehr. Durch den Einsatz eines Faustgeils. Drohen Sie mir etwa? Nein, ich mache mir Hoffnungen. Wenn es vielleicht doch nicht um die Münzen etc. ging, bemerken Sie, wie sorgsam ich die Kombination Münzen und Mützen vermeide? Ich lobe Sie dafür, Doktor, dass Sie so selten Münzen und Mützen sagen. Also, es ging nicht um Münzen und Mützen, sagen wir mal, sondern statt diese... Münzen und Mützen? ...ging es um die Utensilien von Herrn Schaumburg, Maler und Bildhauer.
Und alles andere, die Münzen und Mützen, war nur Ablenkung. Nett, dann können wir aufhören, von ablenkenden Münzen und Mützen zu reden. Aber wer hätte denn etwas davon, in der Nacht vor Schaumburgs Ehrung die Kunstwerkzeuge des großen Sohns der Stadt zu betatschen? Einen Faustkeil anders hinzulegen oder gar auszutauschen? Wie wär's mit Schaumburg selbst? Cui bono. Also wenn Sie jetzt auch noch Cherchez la femme sagen, platz ich. Ich wiederhole. Was hätte denn Schaumburg davon? Außerdem hätte er selbst einbrechen können? Oder hätte er jemanden beauftragt? Albrecht, Sie sind doch der hiesige Kunstexperte. Hätte Schaumburg gekonnt? Ich glaube, er hätte nicht. Glauben hat nichts damit zu tun. Hätte er. Wann ist er denn hier angekommen, falls er tatsächlich heute da war? Er war da. Er ist um die 1,65 groß, schlank und sportlich. Nicht nur für sein Alter. Wunderbar. Hätte also auf den Baum und über den Ast und durchs Klofenster klettern können. Ja, aber wozu denn? Um seinen alten Faustkeil gegen einen neuen zu tauschen. Und damit es nicht auffällt, klaut er gleich ein paar Mühe und Mühe. Kopfbedeckungen und nicht konvertible Zahlungsmittel, ja. Aber wozu? Hat er vielleicht Sehnsucht nach dem alten Faustkeil? Kann er mit neuen, nicht so schöne, abstruse Kunstwerke begehen? Wie steht's damit, Oberst? Einspruch, euer Unehren. Er hat den Ort vor 20 Jahren verlassen und damals seine Gerätschaften dem Museum gespendet. Die meisten Faustkeilwerke sind erst später entstanden. Aha, das erledigt Ihre These, Korff. Aber er hätte durchs Fenster kriechen können, oder? Hätte er nicht. Er war nämlich letzte Nacht noch nicht da. Wo war er denn? Noch immer auf Lanzarote? Nein. Er ist gestern von Gran Canaria nach Düsseldorf geflogen, sagt er. Da hat er sich ein Hotel gesucht und einen Wagen gemietet und gestern Abend irgendwo Freunde besucht. Dann zurück ins Hotel, wo er die Nacht verbrachte. Und dafür gibt es notfalls wohl einen Portier oder ein Zimmermädchen als Zeugen. Und heute früh ist er von Düsseldorf hergekommen. Inzwischen ist er wieder weg. Ein Loch ist im Eimer, lieber Oberst, lieber Oberst. Ja, was für ein Loch. Ich sehe keins. Wie lange braucht man mit dem Wagen von Düsseldorf hierher? Knappe Stunde, nachts weniger. Ah, meinen Sie... Meine ich, ja, wenn ihm so viel an diesem Faustkeil liegt. Sagen wir, er besucht alte Freunde. Vielleicht hat er ja welche und hat sie tatsächlich besucht. Er verlässt diese alten Freunde und fährt nicht zurück zum Hotel in Düsseldorf, sondern in unser nettes Örtchen. Kennt sich ja aus, hat lange hier gelebt, nicht wahr? Er kennt auch den Parkplatz am Heimatmuseum. Und er ist sportlich, wie Sie sagen. Dann klettert er ins Gebäude, klaut Münzen und Hüte, dreht den Faustkeil andersrum oder vertauscht ihn, klettert wieder zurück zum Parkplatz, fährt in sein Hotel und kommt heute wieder. Na, ist das ausreichend absurd? Ziemlich. Er kommt also, sagen wir, gegen 3 Uhr an, geht rein, trinkt noch was, holt seinen Schlüssel, falls er den nicht sowieso eingesteckt hatte, und haut sich aufs Ohr. Sie hauen uns übers Ohr mit Ihren Argumenten, Korff. Könnte aber sein. Jetzt erzählen Sie uns noch, wie er wissen kann, dass die Alarmanlage ausgeschaltet ist. 2 Möglichkeiten. Entweder er weiß es nicht und versucht es einfach, oder er hat vorher zufällig davon erfahren. Nett, Korff, sehr nett. Wie erfährt man auf Lanzarote zufällig davon, dass bei uns die Alarmanlage im Heimatmuseum abgeschaltet ist? Ja, ganz einfach. Er hat bestimmt vorher mit den Leuten vom Museum telefoniert. Ist noch was vorzubereiten? Habt ihr alle nötigen Exponate? Wann soll ich da sein? Derlei. Dabei drückt er beiläufig seine Hoffnung aus, dass mit den kostbaren Gegenständen nichts passiert. Ihr seid doch bestimmt versichert und habt eine Alarmanlage, nicht wahr? Und man sagt ihm, lieber Herr Schaumburg, grämen Sie sich nicht. Die anderen, Albrecht, wo hat er gewohnt? Am früheren Ortsrand oder sogar außerhalb, da, wo die Kölner Straße in den Wald geht. In den Wald ging, muss man ja leider sagen. Kölner Straße, ach da, richtig. Da wird ja jetzt dieser Komplex aus Einfamilienhäusern gebaut, nicht wahr? Aber
da war doch vorher nur Wald. Wo ich immer fein spazieren konnte, ja. Sind Sie da nie gewesen? Ich bin nicht der heilige Franz von Assisi. Es ist nicht meine Bestimmung, den Tieren und Pflanzen des Waldes die frohe Botschaft zu übermitteln. Also da hat er gewohnt. Warten Sie mal, da gab's doch so eine Art Forsthaus, oder? Genau, genau. Da drin hat er gewohnt. War ja schon längst kein Forsthaus mehr, aber dafür alt und billig. Die schlichte Künstlerkarte am Waldrand. Ich weiß nicht mal, ob Schaumburg da schon Wasser und Elektrizität drin hatte. Nach dem, was man von aufstrebenden Künstlern so weiß, dürfte er am Anfang seiner Laufbahn wohl kaum Geld für Luxuswohnungen gehabt haben, oder? Das bringt uns doch nicht weiter. Was soll jetzt diese Analyse der Wohnbedingungen in einem ehemaligen Forsthaus? Ja, was soll sie eigentlich, Albrecht? Albrecht, hey! Pardon. Ich war gerade auf Abwägen. Haben Sie etwa Ihre geringfügigen grauen Zellen betätigt? Sie werden es kaum glauben, das habe ich. Und ich hab's. Was haben Sie? Sagen Sie bloß, Sie haben beim Nachdenken über ein verlorenes Spazierparadies festgestellt, dass Schaumburg in seiner Rolle als Forstadjunkt eigentlich ein Wehrwolf ist und Rotkäppchen mit dem Faustkeil gemeuchelt hat. Um Himmels Willen. Sie wissen ja gar nicht, wie recht Sie haben. Wer hat mit was recht? Ich glaube, er meint mich und den Wehrwolf. Die Wehrwolf im Popentaler. Wie sind Sie nur darauf gekommen? Ich bitte sehr, bin auf gar nichts gekommen, außer durch meine Bekanntschaft mit Ihnen auf den Hund. Und schieben Sie mir keinen Wehrwolf in die Schuhe, bitte. Aber spucken Sie schon aus. Was haben Sie gefunden? Tja, also passen Sie auf. Schaumburg, damals noch mehr oder weniger unbekannt, hat in diesem alten Forsthaus gelebt. Mit einer Frau. Soll vorkommen bei zweigeschlechtlichen Säugetieren. Sie sagten einer Frau, nicht vielleicht seiner. Kann man so sehen, war aber, glaube ich, nicht amtlich registriert. Nennen wir es eine wilde Ehe. Die meisten sogenannten wilden Ehen, lieber Freund, stellen sich später als recht zahmes Konkubinat heraus. Nicht in diesem Fall, in diesem Fall nicht. Er muss, apropos Lanzarote, schon früher einen Hang zum Süden gehabt haben. Hat wohl was mit Temperament zu tun. Die betreffende Dame war, glaube ich, aus Sizilien oder derlei Gegend. Präzise Ortsangabe, Sizilien und derlei Gegend. Und? Es hieß, wie mir so nach und nach wieder einfällt, dass es bei Schaumburg und seiner Gefährtin hin und wieder heiß herging. Nicht gerade Messerduelle, aber Geschrei und Prügelei und derlei. Aha, jetzt kommen wir wieder zum Faustkeil. Noch nicht, aber bald, fürchte ich. Also eines Tages ist Madame verschwunden. Einfach so. Wenn niemand verschwindet, einfach so. Wie meinen Sie das, verschwunden? Abgehauen, zurück in den Süden? Verschwunden gemeldet und vergeblich gesucht? Das ist es ja. Schauen Sie, da wo man, wenn das alte Forsthaus noch existierte, aus dem Wald käme, wenn man es verließe... Können Sie uns diese Konjunktive ersparen? Wenn man ihn ließe, vorausgesetzt er wölle, so vermöchte Herr Albrecht zweifellos, falls ihm daran läge... Was wollten Sie sagen? Früher war da die Haltestelle vom Postbus. Ungefähr 200 Meter durch den Wald vom Forsthaus entfernt. Jetzt habe sogar ich es verstanden. Und weiter. Ja, es heißt, jene temperamentvolle südländische Dame, also man sagt, sie sei bisweilen mit dem Bus in die bedeutende Metropole gefahren. Und meistens ein paar Tage weggeblieben. Keine Einkaufsfahrten, mitnichten. Sie hatte angeblich immer kleines Gepäck dabei. Übernachtungsgepäck. Ah, also antiken Gerüchten zufolge hat die Dame, mit der Schaumburg damals in wilder Ehe das Forsthaus bewohnte, schon mal ein paar Tage woanders verbracht. Verwandte besucht? Könnte sein, ja. Man sagt aber auch, man heißt in diesem Falle Zeugen, Leute, die ebenfalls mit dem Bus fuhren. Also man sagt, wenn sie mit Gepäck in den Bus stieg, habe sie immer wütend und verheult ausgesehen und schon mal ein blaues Auge gehabt. Dem entnehme ich, dass sie ansonsten keine blauen Augen hatte. Da seien Sie doch still. Weiter, Oberst.
Ich war ja damals noch aktiv in der Garnison drüben, habe also viele Dinge nicht selbst mitbekommen. Soll heißen, Sie sind weder mit dem Postbus gefahren, wenn Madame dort verbleut einstieg, noch haben Sie persönlich Anlass dazu gegeben, dass die Dame weinte. Ja, aber ein paar von den Jungs, von meinen Leuten damals, haben immer mal wieder von ihr erzählt. Sie muss schon sehr auffällig gewesen sein. Sagen wir, die klassische, rassige, südländische Schönheit. Ein lieber Mann. Meinen Sie die Sorte, von der billige Ölporträts in Kaufhäusern hängen und die in Kitschromanen auftaucht? Vor allem in Kitschromanen übermalende Forstadjunkten, verfasst unter Pseudonym von geschassten Obristen. Höhnen Sie nur, meine Herren, höhnen Sie nur. Sie bringen mich nicht vom Pfad meiner Gedanken ab. Ich denke mir nämlich Folgendes. Wenn Schaumburg da manchmal oder öfter grob war, sie geschlagen hat, warum auch immer, aus reiner Bosheit, aus künstlerischem Temperament heraus oder weil sie vielleicht jemanden, einen Mann, mit Übernachtungsgepäck besucht hat. Ach, können Sie mal ein paar Sätze ohne Umwege reden? Also die Frau könnte doch eines Tages gesagt haben, ich will nicht mehr, ich gehe endgültig. Es gibt Streit. Und Schaumburg hat gerade den Faustgall in der Hand, weil er irgendein Kunstwerk werkelt und schlägt mit dem Faustgall zu. Sag doch, Kitschromane über Forstadjunkten. Ich wusste gar nicht, dass Sie eine derart melodramatische Ader haben. Hey, Moment mal, Moment. Albrecht könnte da was haben, finde ich. Die Frau verschwindet immer mal wieder und dann verschwindet sie ganz. Und weil sie immer mal verschwunden ist, nimmt niemand das endgültige Verschwinden ernst. Meinen Sie das so? Just, Medikus. Vielleicht, aber das ließe sich notfalls sogar feststellen, vielleicht hat Schaumburg sie ja nach ein paar Tagen als verschwunden gemeldet. Aber man hat nicht so richtig ernsthaft nach ihr gesucht, weil sie ja eh zwischendurch ausgebüxt ist. Und in Wahrheit hat er sie mit dem Faustkeil erschlagen und dann im Wald verbuddelt. So etwa, dachte ich, könnte es gewesen sein. Bravo, Herr Doktor. Herr Oberst AD, bravo. Ich bin unbeschreiblich begeistert. Unbeschreiblich mag angehen, aber wieso begeistert? Also, jemand klaut Münzen und Mützen, däh, aus einem Museum, in dem zufällig auch noch eine Vitrine mit Malerwerkzeug zerdeppert wird. Und hinterher liegt ein Faustkeil nicht mehr so wie vorher. Und wir haben eine Postkarte und ein Pressefoto, dazu die Lupe unseres tangoliebenden Wirts. Und schwupps haben Sie beide daraus einen Mord an einer temperamentvollen Südländerin konstruiert. Also ich muss schon sagen, ihr solltet euch zusammentun, Jungs, und gemeinsam Kitschromane schreiben. Oder Fernsehserien. Sagenhaft. Ich finde das ehrlich gesagt gar nicht so abwegig. Das Serienschreiben? Nein, Ihre Rekonstruktion des Verbrechens. Eines schäbigen, niedrigen, gemeinen Verbrechens, wie Sie es nannten. Ich frage mich nur, wieso gibt Schaumburg dann den Faustkeil ins Museum? Und wieso verdreht oder vertauscht er ihn jetzt? Er wird ihn vertauscht haben, nicht nur verdreht. Und Ihr scharfes Medizinerauge hat das erkannt. Großes Lob. Tja, warum gibt er den Keil ins Museum? Weil er ihn nicht mehr für Kunstobjekte verwenden mag. Und weil er ihn loswerden muss. Ja, wer käme schon auf den Gedanken, in Glaskästen eines Heimatmuseums nach Mordwaffen zu suchen? Schon recht. Aber wieso holt er ihn jetzt wieder raus, wenn er ihn denn rausgeholt hat? Wegen der Bauarbeiten, Bachmann. Sie sehen mich ratlos. Wieso Bauarbeiten? Sie meinen, weil da jetzt Häuser... Mensch, natürlich. Ich folge, wie ich ungern zugebe, nicht einmal mühsam, sondern gar nicht. Erhellen Sie mich. Er ist doch ganz einfach, Mann. Er hat die Frau umgebracht und im Wald verbuddelt. Als der heimatverbundene Exilant der Pflanzerrote telefoniert er hin und wieder mit alten Freunden oder weiß man, es bezieht sogar hin und wieder die hiesige Zeitung. Auf jeden Fall wird er im Zuge der Vorbereitungen für seine Ehrung einiges aus der alten Heimat gehört haben. Unter anderem, dass da, wo er einmal gewohnt und gebuddelt hat, jetzt Häuser gebaut werden sollen mit den zugehörigen Ausschachtungsarbeiten. Ah,
und Sie meinen, jetzt fürchtet er, die Leiche könnte gefunden werden. Ha, wie albern. Ja, gar nicht so albern. Die Dame war jung, sie war nicht von hier. Vielleicht war sie gesund, ist vielleicht nie bei einem Arzt oder Zahnarzt gewesen. Wie soll man die Leiche also zweifelsfrei identifizieren? Man könnte sie zum Beispiel durch das Loch im Kopf identifizieren. Das Loch, das zu einem bestimmten Faustkeil passt. Einem Faustkeil, der jetzt nicht mehr zum Vergleich verfügbar ist, weil er vom umsichtigen Mörder entfernt wurde. Und wenn jetzt tatsächlich eine Leiche bei den Bauarbeiten gefunden wird, mag man zwar böse Dinge vermuten, man wird aber Pedro Schaumburg nichts nachweisen können. Erstaunlich, meine Herren, wie zwei halbintelligente Primaten namens Korf und Albrecht aus Fotos von einer Faustkeilmücke einen Mordelefanten basteln können. Aber doch sehr verblüffend. Erstaunlich verblüffend. Detektivisch befriedigend, sagen wir mal. Prost. Ich weiß nicht, ob ich mit Ihnen trinken soll. Sie nehmen uns nicht ernst. Und diesen Mord auch nicht. Welchen Mord? Ihr Hirngespinst? Prost. Ich trinke, weil mir jede Ausrede recht dazu ist. Irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie erinnert mich das an etwas, was Sie, Oberst, vorhin über den Tango gesagt haben. Zitieren Sie mich ruhig, aber erklären Sie es. Von wegen, Tango ist gar keine echte Folklore, sondern wurde erfunden und hat hinterher als Kunstprodukt die Wirklichkeit so verändert, dass man ihn für echt hielt. Können Sie das irgendwie präzisieren? Nur so ein bisschen. Ich lausche in mich hinein und stelle fest, dass ich Ihre Geschichte amüsant und ja beinahe plausibel finde. Sie haben einen Tango-Mord ausgetüftelt, meine Freunde, der nicht echt ist, aber so schön erfunden, dass er unsere Wirklichkeit verändert. Ich werde, sollte ich je eines der Kunstwerke von Pedro Schaumburg sehen, in Ewigkeit an seinen Faustkeil denken müssen. Prost. Naja, von mir aus. Prost. Und was, wenn wirklich eine Leiche gefunden wird? Dann haben wir ein Problem. Das Triumvirat Hext von Gisbert Haafs. Musik Quintett. Regie Christoph Pragua. Oder Oberst, aber nicht Gesangverein. Schönes Spiel, dennoch kein Gesang. Furchtbares Spiel. Bergmann, mussten Sie denn unbedingt die Dame so lange auf der Hand halten? Ich konnte mich einfach nicht auf anständige Weise von ihr trennen, Doktor. Zur Trennung von Damen bzw. zu ihrem Verschwinden. Wie gefällt Ihnen der nette Kriminalfall, der unser gemütliches Städtchen beschäftigt? Mir missfällt mein leeres Glas, voll von verschwundenem Bier. Eine neue Runde gefiel mir besser als irgendwas Kriminelles. Prost. Prost. Nachschub wäre fertig. Wo steckt der Wirt? Auf der Kegelbahn oder bei Mozart. Mit dem der Wirt das Lokal beschallt? Wenn Sie Verschallt gesagt hätten, kämen Sie dem Grund für die Musikauswahl nahe. Verschallt? Was ist damit? Verschallt? Verschollen? So etwa?
Trefflich, Doktor. Sehr gut. Was denn? Dass dieser alte Quacksalber verschollene Verben kennt? Ach, halten Sie doch die Klappe, Eminenz. Mm. Verschollen. Jawohl. Nu, und? Klingelt's nicht. Meinen Sie etwa die Rosamunde? Genau die meine ich. Wer bitte ist Rosamunde? Die Verschollene. Die Dame aus dem Hexenhäuschen. Ach, Frau Schneider? Die heißt Rosamunde? Armes Geschöpf. Was hat die denn mit Mozart zu tun? Spielt der Wirt das als Trauermusik für eine verschwundene Mitbürgerin? Tut er. Statt die Küchenschürze Halbmast zu tragen. Also, Sie wollten etwas über Frau Schneider loswerden. Ach, ich habe in den letzten Tagen zu viel über dieses Verschwinden hören und reden müssen. Inzwischen wünsche ich mir nach dem Schwund der Person ihre Wiederkehr weniger dringend als das Schwinden des Geschwätzes. Meine Güte, Sie können aber was Schweres sagen. Er hat artig gelernt, Wörter zu apportieren. Aber zurück zu Frau Schneider. Also, sie ist vor etwa 2 Wochen verschwunden. Man hat nach ihr gesucht, aber umsonst. Meinen Sie gratis oder vergebens? Wenn ich nicht wüsste, was ich gehört, würde ich Ihnen jetzt die Zunge herausstrecken. Sie Pope, Sie. Ich nehme die Worte für die Tat. Dass die alte Hexe verschwunden ist, wissen wir doch, Albrecht. Kommen Sie zur Sache. Wenn mich dieser papistische Schamane endlich mal ausreden ließe. Das haben Sie lange nicht mehr zu mir gesagt, Herr Obergefreiter. Ich wollte es endlich mal wieder hören. Also, man hat die alte Hexe gesucht, und zwar gründlich. Ich habe, noch ein paar alte Kontakte, Sie wissen schon, alte Kameraden. Ich hatte einen Kameraden. Deren Söhne oder Neffen. Also, jedenfalls Leute bei den verschiedenen Diensten. Ach, die Dienste. Deshalb weiß ich ein bisschen mehr, als in der Zeitung steht. Setzen Sie mich doch bitte ins Bild, Marschall. Das würde keinen Rahmen aushalten. Sie gehen mir tatsächlich entsetzlich auf die Nerven, meine Herren. Können wir jetzt bitte die geheimnisvollen Mitteilungen erhalten und danach endlich weiter Skat spielen? Moment. Ich werde zuerst mal 1, 2, 3 Biere. Recht neckisch heute, der Herr Rittmeister. Nun, mischen Sie einfach schon mal. Das hält ja kein Mensch aus. Und während Sie geben, Herr Pfarrer, gebe ich auch nämlich 3, meine Kenntnisse weiter. 3, 2, 4, 4, 4, 3, 3, 3. Gut. Ignorieren Sie mich getrost, Monsieur. Rosamunde Schneider, genannt die Hexe vom Waldrand, ist an die 70 und bezieht seit etwa 20 Jahren eine kleine Witwenrente. Ihr Mann hat bei einer Spedition gearbeitet und ist verunglückt. Wie dieses Blatt. Nicht einmal Sie, Doktorchen, könnten es reanimieren. Das ist ja furchtbar. Bis vor 2 Wochen hat die erwähnte Dame in ihrem Knusperhaus am Waldrand gewohnt und die Rente aufgebessert, indem sie Bürstenbesen und Körbe gebastelt und verkauft hat. Wer sagt was? Ich höre. Ich rede. Bürsten, Körbe, vor allem aber Besen, gute Besen, sagt man. Und dann ist sie verschwunden. Und zwar am Tag vor Walpurgis. Bravo. Walpurgis? Ah, das habe ich nicht gewusst. Nett, die alte Hexe Rosamunde. Ist das wirklich wahr? Es ist tatsächlich so. Aber Sie haben es wohl gewusst, Herr Dr. Kauf. Es war Ihnen nur nicht bewusst. Sie haben gehört und gelesen, dass Frau Schneider verschwunden ist. Sie haben aber nicht auf den Hexen- und Heiligenkalender geschaut. Wieso denn auch? Für organisierte Esoterik sind doch Sie zuständig, Unwürden. Was hat es denn eigentlich mit Walpurgis auf sich, wo wir schon mal dabei sind? Tja, also das ist eine lange Geschichte. Wenn ich zuständig bin, dann lassen Sie mich bitte auch zuständig sein. Ja? Aber bitte? Danke. Walburga war eine Fürstentochter aus England. Sie hat um die 750 in Süddeutschland missioniert und starb als Äbtissin. Schöne Karriere. Ihr Todestag ist der 25. Februar. Und das ist auch ihr Gedenktag. In England hat man den allerdings auf den 1. Mai gelegt. Wahrscheinlich um alte heidnische Maifeiern wie das keltische Beltanefest zu überdecken. Wir haben das übernommen. Sie ist Schutzpatronin der Wöchnerinnen, Bauern und Haustiere, man ruft sie um Beistand an gegen Hundebiss, Tollwut, Pest, Husten und, Achtung, meine Herren, Augenleiden. Gut zu wissen. Ja, ohne Rezept übrigens. Die Nacht vor Walburga bzw. Walpurgis, also die vom 30. April auf den 1. Mai, ist die sogenannte Walpurgisnacht, in der angebliche Hexen angeblich zum Brocken fliegen.
Enzyklopädisch, Herr Fürstbischof. Sehr beeindruckend. Aber was hat diese Walburga denn mit Hexen zu tun? Nichts. Das macht sie ja so reizvoll. Die alten Maifeiern haben etwas mit dem Beginn der warmen Jahreszeit zu tun, mit Fruchtbarkeit und allem, was damit zusammenhängt. Maibäume, Freudenfeuer. Ja, sie wissen schon. In der ersten Mainacht war angeblich der Übergang zwischen der Menschenwelt und der heidnischen Anderwelt möglich. Also die Verbindung zu Feen und Elfen und derlei. Wieso aber die Hexen ausgerechnet dann auf ihren Besen fliegen, um sich mit dem großen Bock zu... naja, zu vereinigen. Das dürfen Sie mich nicht fragen. Sie sind ausschließlich für katholischen Aberglauben zuständig, nicht wahr? Jawohl. Und ich bin kein Volkskundler. Ich habe aber noch etwas für Sie, Sie finstere Heide. Und zwar? Rosamunde Schneider wurde also zuletzt am 30. April gesehen. Soweit ich weiß. Das ist der Tag der heiligen Rosamunde, einer Einsiedlerin aus Frankreich. Frau Schneider ist also am eigenen Namenstag verschollen. Vielleicht lebt sie jetzt als Einsiedlerin in Frankreich. Unwahrscheinlich, sie kann kein Französisch. Als Einsiedlerin muss sie keine Konversation machen. Bei dir? Danke. Wir uns mit dem trüben Zustand der deutsch-französischen Beziehungen jetzt befassen. Wodurch sie zweifellos noch trüber würden. Wollen wir noch einen Moment bei der alten Dame bleiben. Verschwunden am Tag vor der Walpurgisnacht und es ist äußerst unwahrscheinlich, dass sie freiwillig so lange fortbleibt. Warum nicht? Da kann doch sein, dass es ihr auf dem Brocken gefällt. Prost, meine Herren. Na ja. Sind Sie zufällig mal bei ihr gewesen? Bewahre. Es ist mindestens ein Jahr her. Bei mir nicht, höchstens einen Monat. Also, ich muss schon sagen, wo treiben Sie sich bloß herum, Albrecht? Und das in Ihrem Alter? Ich gehe dort am Waldrand hin und wieder spazieren. Und manchmal plaudere ich sogar mit anderen Passanten. Diese Leutseligkeit adelt euch, mon Kapitän. Und da ich Frau Rosamunde dort oft begegnet bin, hat sie mich irgendwann zum Tee eingeladen. Ein Erlebnis, was ich bezeugen kann. Aber es drängt mich nicht, es zu wiederholen. Verständlich. Haben Sie schon mal etwas so Scheußliches getrunken? Ich meine, nicht Ihr Bier, Herr Wirt, besten Dank. Es schmeckt uns auch ohne Ihr Dreinreden. Was war denn an dem Tee so scheußlich? Und nicht zu vergessen, Oberst, nicht nur der scheußliche Geschmack, nein, auch noch dieser Gestank. Sie sagen es, mein Lieber. Wie ein Fausthieb auf die Nase. Was hat das mit Geschmack und Geruch auf sich? Rosamunde, Sie will nebenbei immer so angeredet werden, nicht Frau Schneider oder derlei. Rosamunde hat dieses Knusperhaus am Waldrand und in ihrem Knuspergarten zieht sie allerlei Knusperkräuter und aus denen braut sie Tee. Widerlich. Ganz besonders grässlich, ja. Bärlauchaufguss mit geraspeltem Knofel. Knöterichextrakt und dem Saft ausgepresster Fliegenpilze. So ähnlich. Schneckenschleim, Oberst. Vergessen Sie nicht den Nacktschneckenschleim. Wie ich höre, sind Sie beide rechte Gourmets. Aber das Schlimmste ist der Gestank. Unsäglich. Bei gutem Wetter im Garten kann man den Tee ja wegschütten, wenn sie nicht hinsieht. Und im Freien ist der Geruch nicht so zudringlich. Aber im Haus? Und ich habe Sie mal behandeln müssen. Ein Hausbesuch im Winter... Habe ich mir Stockschnupfen gewünscht. Von welchen orientalischen Schwägereien reden Sie da eigentlich? Katzen. Was? Anderthalb Dutzend Katzen. Und das ganze Knusperhaus ein einziges riesiges Katzeklo. Also deshalb sind Sie beide so oft dorthin gegangen? Oh, das ist aber amüsant. Ach, Unsinn. Ich war ein einziges Mal in Frau Rosamundes Haus. Und einmal ist kein Mal. In diesem Fall ist... Dann keinmal einmal zu viel. Ehe Sie weiter höhere Mathematik betreiben, also Sie, Dr. Kurf, haben Frau Schneider einmal zu Hause behandelt. Und Sie, Albrecht, sind ihr beim Spazieren in den Tee gefallen. Mehrmals. Wiederholungstäter kennt man ja. Aber der Rückfallmasochist Albrecht ist mir neu. Konnten Sie dem Tee wirklich nicht entgehen, oder haben Sie ihn insgeheim genossen? Ach. Drei oder vier Mal habe ich das Zeug getrunken. Und es wurde immer schlimmer.
Nein, zuletzt habe ich mich mit ihr nur noch über den Zaun weg unterhalten. Darf ich mir an dieser Stelle eine dumme Nebenfrage erlauben? Die Dummheit Ihrer Fragen erschüttert uns doch schon lange nicht mehr. Was wollen Sie wissen? Also, wozu reden wir jetzt über so etwas, statt schmackhaft Skat zu spielen? Weil wir so lange keinen schönen Mord mehr hatten. Hä? Mord? Hä? Mord. Was? Sind Sie sicher? Wie kommen Sie denn darauf? Zuerst die Logik. Rosamunde wurde als vermisst gemeldet. Man hat sie 2 Wochen lang gesucht. Ich weiß, dass sie keine entfernten Verwandten oder abgelegene Freunde hat. Das hat sie nämlich erzählt. Und vom Reisen hält sie nichts. Stimmt. Jetzt, wo Sie sagen, erinnere ich mich, dass sie damals nicht mal ins Krankenhaus wollte. Ich bitte Sie, das ist ein blödes Argument. Ich will auch nicht ins Krankenhaus, aber ich verreise durchaus schon mal gern. Sind Sie aber nicht. Rosamunde dagegen fehlt. Und sie hätte niemals ihre Katzen so lange im Stich gelassen. Na schön, aber sie könnte doch auch irgendwo verunglückt sein. Dann hätte man sie gefunden und dann wüsste es irgendjemand. Sie ist aber spurlos verschwunden. Wollen wir in Anbetracht des von Ihnen so hymnisch besungenen Gestanks vielleicht sagen, sie sei verduftet? Ja, was auch immer. Trotzdem, wieso bestehen Sie auf Mord? Na, was soll es denn sonst gewesen sein? Jemand fällt irgendwo tot um, dann findet man ihn. Es sei denn, dieses Umfallen ereignete sich in einer menschenleeren Gegend. Er kann sich ins Wasser gefallen sein. Ja, ja, in den Teich im Stadtpark, wie? Oder in den reißenden Fluss von 40 Zentimeter Tiefe, der durch unser Städtchen schlendert. Sie wohnt am Waldrand und geht, wie ich Ihren Andeutungen entnehme, dort immer Reisig sammeln. Für Ihre Bürsten und Besen, stimmt das? Der Waldhochwürden ist durchsucht worden ohne Ergebnis. Mhm. Und verreisen können wir wirklich ausschließen? Können wir. Man hat sie landesweit gesucht, mit Foto in Zeitungen und Fernsehen. Offenbar hat sie niemand gesehen. Entführung? Ach Gott, wer sollte die denn entführen? Und wozu? Vielleicht um sich an ihr zu... Ach, um sie oder sonst wen zu erpressen. Also beseitigt? Sie sagen es, Doktor. Aber wozu? Moment mal. Langsam bitte, meine Herren. Ehe wir anfangen, fantastische Motive auszuhacken, lassen Sie uns doch noch ein bisschen nachdenken. Genau das haben wir doch getan. Unvollständig, mein Lieber. Gehen wir doch bitte systematisch vor. Und das von Ihnen, Bergmann. Sie sind doch der Einzige, der zunächst gar nichts von der Affäre wissen wollte. Also will ich immer noch nicht. Aber da Sie beide mich schon in diese sumpfige Erörterung gezerrt haben... Also, am Waldrand lebt eine gewisse Rosamunde Schneider. Sie ist um die 70, braut grausigen Tee und striegelt ein Katzenrudel. Katzen sind keine Rudeltiere und lassen sich nicht striegeln. Wenn sie von Frau Rosamunde gestriegelt werden. Oder... überhaupt. Na, Moment. Jetzt lassen Sie den Bischof doch ausreden, Doktor. Rudel hin, Rudel her. Wo genau am Waldrand wohnt die Dame? Wo die Bundesstraße gen Westen in den Wald schleicht. Mhm. Nördlich davon ist diese Siedlung aus den 50ern, wo alle Straßennamen an den verlorenen Osten erinnern. Danziger, Allensteiner, Königsberger, Breslauer und so weiter. Evangelisches Territorium, da habe ich kaum je zu tun. Ihre Abwesenheit dort trägt sicher zur idyllischen Stimmung bei. Hinter der Siedlung ist der Sportplatz, dahinter Schrebergärten und ein paar ältere Karten. Alte Waldbauern oder Köhlerhütten, nehme ich an. Nette Gegend zum Spazieren. Da geht's zum alten Forsthaus und der Lichtung mit dem, Hermann Löhns Denkmal. Weiter, bitte. Ist jetzt die Topographie ausreichend sortiert für Ihre Systematik, meine ich? Ja, besten Dank, Famulus. Also. Frau Rosamunde braut Katzentee, bindet Bürsten und verschwindet am Tag vor der Walpurgisnacht. Wie ich Ihre scholastische Systematik bewundere. Lassen wir das in aller Bescheidenheit beiseite. Bürsten, Körbe und Besen, hatten Sie gesagt, zur Aufbesserung der Rente? Wie verkauft sie die denn? Gute Frage. Keine Ahnung. Wissen Sie das, Albrecht? Sie beliefert eine Bäuerin auf dem Wochenmarkt, die das an ihrem Stand neben Kappes und Porree anbietet. Hin und wieder geht Rosamunde auch mal damit hausieren. Was wissen Sie über Frau Rosamundes Beziehungen zu den Nachbarn? Nichts. Also für meinen Geschmack genug. Ich glaube, die Beziehungen waren schlecht. Nicht nur, windabhängig. Sie meinen den Duft? Den infernalischen Gestank ihres Katzenklos und ihrer Kräuteraufgüsse, je nach Windrichtung, beschwert sich wohl mal der eine oder der andere. Was Rosamunde gar nicht verstehen kann. Dem Reinen ist alles rein, dem Stinker ist alles Duft. Ja, und dem Popen ist alles Popel. Nicht schon wieder diese Nummer. Sind Sie ausreichend informiert, Sie Systematiker? Keineswegs.
Ich wüsste gerne noch dreierlei. Erstens, wie viele riechanfällige Nachbarn hat sie da draußen? Zweitens, wieso nicht nur wegen des Geruchs schlechte Beziehungen? Und wer hat sie eigentlich vermisst? Beziehungsweise als vermisst gemeldet? In welcher Reihenfolge soll ich antworten? In jener, die Ihren Intellekt am wenigsten überfordert, Herr Oberst. Naja. Also, das sind 5 Häuser da draußen, am Waldrand. Allgemein nordsüdlich angelegt, Rosamundes Knusperhaus ist das nördlichste. Und vermisst gemeldet hat sie die Bäuerin, der sie immer die Besen und Körbe liefert. An dem Tag, 30. April, war morgens Markt, und auf dem Weg dahin hat die Bäuerin bei Rosamunde wie üblich die Ware abgeholt. Nachmittags hat sie immer was übrig blieb und das Geld gebracht. An dem Nachmittag war Rosamunde nicht da, also hat die Bäuerin ein paar Körbe und Besen vor die Tür gestellt, die übrigens offen war. Das Geld wollte sie nicht so einfach hinlegen, also ist sie am 1. Mai nachmittags nochmal vorbeigefahren. Die Tür stand immer noch auf, die Besen und Körbe davor. Am 2. Mai morgens war das noch immer so, und da ist die Bäuerin dann zur Polizei gegangen. Ich nehme an, man hat das Haus und das Grundstück untersucht, nicht wahr? Irgendwelche Spuren, Zeichen von Gewaltanwendungen oder derlei? Nichts, alles wie immer. Außer einer Sache, die aber eher bizarr ist als bedeutend. Bizarr? Was denn? Also, Rosamunde hat immer besondere Latschen getragen, sagen wir mal Sumpflatschen. Die Fußstücke uralter Gummistiefel, bei denen sie die Schäfte abgeschnitten hat. Die Sumpflatschen hatten einen festen Platz vor der Tür, auf einer Bastmatte. Mhm. Aber als man das Haus durchsucht hat, standen sie drin, bei den anderen Schuhen und Pantoffeln. Ja, auch Hexen dürfen hin und wieder aufräumen oder ihre Gewohnheiten ändern. Trotzdem seltsam, dass die Nachbarn alle nichts gesehen oder gesagt haben. Halb seltsam, höchstens. Halb seltsam? Rosamunde ist nicht besonders beliebt. Sie stinkt, sie tratscht, sie quengelt. Und früher muss sie hin und wieder Nachbarskinder verdroschen haben, wenn ihr irgendwas nicht passte. Außerdem, 2 der anderen 4 Häuser waren über den Feiertag leer, verlassen. Die Bewohner haben Freunde oder Verwandte besucht. Weggefahren für ein paar Tage. Und der nächste Nachbar war zwar da, legt aber keinen Wert auf Rosamunde. Er wird seine Gründe haben, nehme ich an. Kann man so sagen. Ein alter Knurrhahn, der da mit seiner Frau wohnt, war früher Briefträger und hält 2 Dutzend Hühner und 3 Schweine. Tierische Gegend. Bei 3 Schweinen würde ich auch zum Knurrhahn. Sind sie doch sowieso. Aber egal, der Alte mag Rosamunde nicht. Aber wen mag der schon? Wie meinen Sie das? Er ist nicht nur knurrhähnisch, sondern auch jähzornig. Ein wahrer Zorngickel, könnte man sagen. Sagen wir Zorngockel, wegen Knurr und Hahn. Meineswegen. Jähzornig brüllt seine Frau ewig an, manchmal auch Passanten. Hat angeblich die Kinder aus dem Haus gebrüllt. Und was Rosamunde angeht, er sagt, ihre Katzen stinken so sehr, dass er gar nicht weiß, ob er überhaupt noch Schweine hat. Interessant. Diese Erfassung der Welt mittels Nase, nicht wahr? Liebe, durch den Magen geht Abneigung durch die Nase, glaube ich. Also hat nicht dieser bekannte Scharlatan, ich meine Freud, etwas über die nasale Phase gefasert? Oh. Dem einen sein Freud ist dem anderen. Ist dem anderen seine Nachtigall. Bleiben Sie bei der Sache. Rosamunde ist verschwunden. Die Nachbarn waren weg oder haben nichts gesehen. Einer der Nachbarn ist ein Knurrhahn und hält Schweine. Nicht nur das. Hält er noch was? Er sammelt. Werkzeug. Das Grundstück sieht aus wie eine Rumpelkammer. Eine alte Obstpresse, eine Ölmühle, Sägen und Hacken sowieso und Deichseln und Karrenräder. Neulich hat er mir mal eine angeblich römische Getreidemühle gezeigt. Ich weiß aber nicht, ob er die auch anbrüllt. Da gibt's doch ein Lied. Die Mühlen sind des Brüllers Lust. Oh. Hör Sie auf. Ist das alles, was bei Ihrer sogenannten Systematik rauskommt? Abwarten, Doc. Das war bisher nur die Sichtung des Materials, gewissermaßen. Und was kommt jetzt? Die Schlüsse. Die Dame mit Katzen und Tier und Besen. Der Nachbar mit Schweinen und Jätsern. Die Bäuerin mit der Vermisstenanzeige. Der Wald, sagten Sie, wurde durchsucht? Sie zitieren mich ausnahmsweise mal korrekt. Wald durchsucht, Fotos in Fernsehen und Zeitungen, ertrinken kann sie hier nicht. Und wer würde Frau Rosamunde entführen? Jemand, der endlich wieder Skat spielen will und alle Hindernisse beseitigen möchte. mit diesen Karten, die Sie gegeben haben, Ramsch. Sie könnte trotz aller Abneigung gegen Ortsveränderungen doch verreist sein.
anderswo bessere Luft atmen. Tapetenwechsel wegen jäher Katzenallergie, in der Wüste Gobi ausdünsten. Oder sie ist tatsächlich zum Brocken geflogen auf einem Besen und hat sich auf dem Heimweg verflogen. Vielleicht hat sie auf dem Brocken den anderen Dämonen so sehr gestunken, dass die sie verhext haben. Rosamundes edler Duft, der verpufft in einer Gruft. Hex, Hex, so etwa. Sie sind kindisch, Tochter. Das 18, Herr Pfarrer. Endlich. Ja. 20. Da fange ich erst an. 2. Eine neue Runde Bier, die haben. Danke. Danke. So. So. Also, spiele den. Den, 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 den. Wie lang einem so eine Woche erscheinen kann, wenn man sich trotz ihrer Gesichter aufs Garten freut. Prost, mein Lieber. Ehe wir uns wieder dem heiligen Skatspiel zuwenden. Jetzt kommt bestimmt was ganz Schlimmes. Habe ich mich gründlich zu beknirschen, meine Herren. Ach, beknirschen? Christliche Demut und so? Und zwar fiel mir nach und nach in meinem angeblich systematischen Vorgehen vorige Woche Lücken auf. Ich meine, inzwischen sind wir doch alle ein Stück weiter, oder? Nachdem die jetzt Rosamundes Kopf gefunden haben. Nein. Ja. Warten Sie. Ich bin gespannt, welche Lücken Bergmann meint. Vielleicht kann er uns mit Hilfe seiner Lücken ja erklären, wie der Kopf auf diesen Besenstiel gelangt ist. Besenstiel? Ich habe etwas von einem Pfosten oder derlei im Wald gelesen. Ich auch. Wieso wissen Sie jetzt wieder mehr als die Zeitung, Albrecht? Ich habe doch bereits ganz bescheiden auf meinen Zugang zu verlässlichen Quellen verwiesen, Gentlemen. Die Geheimdienste. Wollen Sie beginnen? Mit Besenstiel und allem Zubehör? Das Schwert weicht dem Weihwasserwedel. Reden Sie jetzt und danach schweigen Sie für immer. Was haben Sie denn nachträglich anzubringen? Mir fiel ein, dass wir die Nachbarschaft sehr nachlässig abgehandelt haben. Naja, viel mehr als erörtert wurde, gibt es da wohl nicht. Oder, Albrecht? Lassen Sie den Herrn Pfarrer ausreden. Vielleicht sollen wir zuerst über den Besenstiel sprechen. Ausnahmsweise einverstanden, Herr Oberst. Also gut. Ich hatte ja vor einer Woche gesagt, man habe den Wald gründlich durchsucht. Man hat aber an einer bestimmten Stelle aufgehört zu suchen. Und das war ein Fehler. Und zwar wo? Durch den Wald schlängelt sich ein mildes Bächlein, wie Sie vielleicht wissen. Und dahinter ist es ein bisschen sumpfig. Und da haben die aufgehört zu suchen, seltsam. Sogar ich weiß doch, dass dahinter der Hügel mit dem alten Matronenstein liegt. Mhm. Und wenn man schon den Wald durchsucht, hätte man doch auch da suchen müssen. Dieses keltische Heiligtum ist ja nicht gerade unbekannt. Wahrscheinlich hat man es deshalb bei der Suche ausgelassen. Wie darf man das verstehen? Na ja, um den 1. Mai herum treffen sich da doch immer Hexen und Druiden und alles mögliche andere an Esoterikern, um zu feiern und Blumen niederzulegen. Kinderwünsche, Verwünschungen böser Feinde, alles, was man nicht braucht. Ich nehme an, die Suchtrupps haben sich gesagt, da ist sowieso dauernd jemand und wenn da etwas Ungehöriges herumläge, hätte man es längst gemeldet. Kommt darauf an, was man als ungehörig bezeichnet. Also hören Sie, Rosamundes abgeschnittener Kopf auf dem Stiel eines Ihrer Besen ist doch wohl ungehörig genug, oder? War der denn unmittelbar neben diesem Matronenstein? Ein paar Schritt entfernt, aber nicht zu übersehen. Das heißt, entweder haben ihn diese, wie sagten Sie, Esoteriker, also die haben ihn dahingestellt am 1. Mai. Aber wenn er nicht zu übersehen war, dann war er am 1. Mai noch nicht da. Ich nehme an, die Polizei hat alle Hexen, Druiden und Matronen befragt, aber ohne Ergebnis. In der Zeitung gab es Andeutungen über ein Feuer. Irgendwas soll verbrannt worden sein. Wie ich hörte, soll es sich dabei um Stoff und Leder handeln, Kleider wahrscheinlich und Schuhe. Kopf und Kleidung, wo ist der Rest? Und wie ist der Kopf vom Rumpf getrennt worden? Glatt, soweit ich weiß. Glatt? Ganz glatt. Suchen Sie sich was aus. Skalpell, Kettensäge, Machete, Reitersäbel. Und der Rumpf, der Rest von Rosamunde.
Tja, das ist das Problem. Interessant. Also, an diesem Heiligtum für die neuen Heiden war am 1. Mai Hochbetrieb, sagen Sie? Gemeinschaftlich begangener Ritualmord? Naja, soll vorkommen. Theoretisch ist kein Ding unmöglich, aber diese Paarungstänzer und Regenbeschwörer, das sind, glaube ich, eher harmlose Leute. Man kann nichts ausschließen, aber hätten die etwas damit zu tun, dann hätte inzwischen bestimmt einer von ihnen geredet, oder? Das heißt, der Kopf war am 1. Mai noch nicht da, ist also frühestens in der Nacht zum 2. hingebracht worden. Genau da wollte ich hin. Und wo war er vorher? Wahrscheinlich nicht im Wald. Nachdem der Kopf gefunden war, ist natürlich alles übergründlich durchgestöbert worden. Aber man hat keine weiteren Leichenteile gefunden, auch keine Spuren, aus denen man etwas lesen könnte. Und wo ist der Rest? Und wo ist das Verbrechen verübt worden? Der Klosterbruder hier wollte doch vorhin Lücken schließen. Vielleicht kommen wir ja damit weiter. Ich würde es ihm glatt zutrauen. Ich bin entzückt. Reden wir also von den Nachbarn der seligen Rosamunde und vom Zugang. Wie kommt man zu ihr, wenn man ihr etwas antun will? Durch den Wald, über die Stichstraße, an der die Häuser liegen, und vom Sportplatz her durch die Gärten. Also drei Möglichkeiten. Moment, ich glaube, den Sportplatz können wir ignorieren. Sie? Der Veteran mit dem Sportabzeichen will den Sportplatz ignorieren? Ha, ha, ha. Hinterm Sportplatz gibt es einen fast 10 Meter hohen Drahtzaun, damit die Fußballer nicht immer ihre Bälle im Wald suchen müssen. Oder im Wasser. Hinter dem Drahtzaun fließt nämlich der Bach vorbei, der weiter im Wald, wie eben erwähnt, den kleinen Sumpf bildet. Ziemlich steile Böschung. Trotzdem, böse Menschen mit bösen Absichten schaffen alles. Ja, ja, klar. Wer kraxeln mag, schafft den Bach. Aber nicht den Zaun. Oder doch nur sehr mühsam. Die Polizei hat das Gelände damals gründlich untersucht. Angeblich ist der Zaun intakt, nirgendwo zerschnitten oder so. Und in den Lehmböschungen am Bachbett, wo sich Spuren ewig halten müssen, war nichts zu finden. Wollen wir das mal so hinnehmen? Es kommt noch was dazu. Die Bewohner des mittleren Hauses waren den ganzen Tag im Garten am 30. April. Und wenn da jemand durchs Gelände geturnt wäre, hätten sie es gesehen. Sagen sie jedenfalls. Na schön. Mittleres Haus, sagten sie. Kommen wir zu den Behausungen. Also 5 Häuser, aus dem einen verschwindet Frau Rosamunde und die Tür ist unverschlossen. Im zweiten wohnt dieser alte Knurrhahn und Brüllaffe, Weiland Briefträger, mit Frau und Hühnern und Schweinen. Korrekt? Herr Pandolf, ehemals Briefträger, und seine Frau, die mit dem permanenten Ehekrach, mit Gebrüll und Gezeter. Irgendwann, als ich mal bei Rosamunde war, habe ich mitgekriegt, dass Pandolf seine Frau angeschrien hat, weil im Wald ein Hund bellte. Schweine und Hühner hat er, aber Hunde mag er nicht. Er hasst Hunde und Katzen. Und wenn ihm was nicht passt, egal woher es kommt, brüllt er seine Frau an. Brüllt sie zurück? Nicht nur das. Wie ich von Rosamunde hörte, bewirft sie ihn auch mit Abfall. Essensresten, Lehmklumpen, was sie eben kriegen kann, aber dabei weint sie. Klingt wie eine jener Ehen, die nicht im Himmel geschlossen wurden, sondern eher im Freien. Das müssen wir nicht verstehen, oder? Ich erlasse es Ihnen. 2 Häuser, sagten Sie, waren über den 1. Mai verlassen. Welche? Die beiden südlichen. Also, wenn Rosamunde Nummer 1 ist, die 4 und die 5. Ah, und die Nummer 3? War über den 1. Mai nicht verlassen. Wer wohnt da? Wissen Sie das? Ich bin, wie es sich gehört, immer bestens informiert. Nummer 3 ist ein Backsteinhaus wie die anderen, mit einem ausgedehnten Garten und Kaninchenställen. Es gibt dort Blumenbeete und Obstbäume und Kleefelder. Je nach Jahreszeit auch Kartoffeln, Bohnen, Salat, was eben diese Hobbygärtner so züchten. Und der betreffende Hobbygärtner? Ist zur Abwechslung mal kein alter Mann, sondern eine etwa 40-jährige Dame, die dort mit ihrer Lebensgefährtin wohnt. Ah, Lesben mit Kaninchenställen? Was hat denn das eine mit dem anderen zu tun, Doktor? Nichts natürlich. Ich habe nur noch nie von kanickelzüchtenden Lesben gehört. Könnte sich um eine sublimierte Übertragung des Fortpflanzens handeln. Also, warum nicht? Sie sagen es, warum nicht. Die beiden Damen sind ganz reizend. Lehrerin, trotzdem kultiviert. Und sie waren über den 1. Mai nicht verreist. Aha. Ich wüsste aber gerne etwas mehr über den alten Knurrhahn mit den Hühnern und Schweinen und über seine Frau. Gibt es denn über die Gemahlin des Knurrhahns etwas zu berichten, Albrecht? Abgesehen davon, dass sie weint und mit Lehmklumpen wirft. Gefällt mir.
Gemahlin des Knurrhahns. Knurrhenne, gewissermaßen. Frau Pandolf leidet unter dem Jähzorn des Gemahls, aber in dem Alter und in diesen Kreisen hält man nichts von Scheidung. Also, Augen zu und durch. Was heißt? Ach, diesmal muss ich mich beknirschen. Ich habe vergessen zu erwähnen, dass zwar das Haus der Pandolfs nicht verlassen war, aber die Pandolfs selbst waren nicht da. Ich muss mich doch sehr wundern. Ja, das freut mich. Ich habe es wahrscheinlich nicht erwähnt, weil es ja weniger um die einzelnen Bewohner ging, als um die Frage, ob die Häuser um den 1. Mai verlassen waren. Und Pandolfs waren weg, aber ein Sohn von ihnen hat das Haus und die Tiere gehütet und mit Vaters Werkzeug heftig gebastelt. Ein Sohn? Eines der Kinder, die der Vater, wie Sie so nett sagten, aus dem Haus gebrüllt hat. Inzwischen ist er ja erwachsen. Das macht aber nicht resistent gegen Gebrüll. Ach, der dürfte inzwischen ziemlich resistent sein. Hat Psychologie studiert. Das stumpft ab, da haben Sie recht. Psychologie? Und was macht er damit? Therapie, Analyse? Auch wenn Sie es nicht glauben, er ist Therapeut. Hat wohl zuerst, wie sich das für den Sohn eines Knurrhahns gehört, Aggressionstherapie betrieben. Inzwischen macht er Eheberatung. Ha, passt gut zusammen, wie? Vor allem für das angebrüllte Kind eines Knurrhahns. Haben die beiden knurrigen Personen eine Reise gemacht? Einen Knurrtrip gewissermaßen? Erholung in einem Knurrort? Wenn Sie jetzt noch den Knurrschatten einführen, schrei ich. Ja. Die sind getrennt verreist. Hat Ihnen übrigens gut getan, wie ich höre. Seit der Reise wurde da nicht mehr gebrüllt. Woher stammt diese bedeutende Information? Von den beiden Lehrerinnen. Waren die Häuser Nummer 4 und 5 vielleicht gar nicht leer an den fraglichen Tagen? Doch, doch, waren sie. Inzwischen sind alle wieder da. Und offenbar sind alle der Meinung, das einzig Verwunderliche an der Sache sei, dass nicht längst schon jemand Rosamunde umgebracht hat. Alles nur wegen des Geruchs? Nein, nein, sie war ja insgesamt eine unangenehme Nachbarin. Nachbarskinder beschimpfen und das große Tratschen. Dazu zwischendurch immer wieder besondere kleine Gehässigkeiten. Haben Sie das auch von den beiden Damen? Nicht nur. Ich hab's mir bei Rosamunde oft genug selbst anhören müssen. Wie auch immer. Ja, was sollen wir uns unter kleinen Gehässigkeiten vorstellen? Also in Nummer 4 wohnt die Familie Schultes. Russlanddeutsche mit 4 temperamentvollen Kindern. Rosamunde hat sich über das Gekreisch der Göhren... Nein, sie hat sehr Blagen gesagt, also über den Lärm der Blagen und ihre Respektlosigkeit ausgelassen. Außerdem fand sie, diese Leute mit ihrem asiatischen Akzent hätten in Sibirien bleiben sollen. Charmant, ohne Zweifel. Aber rechtfertigt das einen Mord? Ich will hier nichts rechtfertigen. Ich erzähle nur, was ich gehört habe. Zur guten Nachbarschaft gehört auch, dass Rosamunde viele nette Dinge über die Bewohner von Haus Nummer 5 gesagt hat. Kameltreiber, Terroristen, Wüstengesocks sollen doch bloß ganz schnell verschwinden. Am Ende bauen sie hier noch eine Moschee und jaulen 5-mal am Tag, dass der Wald sich schüttelt. So oder ähnlich. Wer wohnt denn in Nummer 5? Ein persischer Ingenieur mit seiner Familie. Ganz ruhige, freundliche Leute. Sind damals, als im Iran der Gottesstaat ausgerufen wurde, in den Westen geflohen. Ich muss schon sagen, die verblichene Rosamunde gewinnt zwar an Profil, aber nicht unbedingt an Wertschätzung. Jedenfalls nicht bei mir. Dabei habe ich nicht mal ihren Tee trinken müssen. Irgendwie bringt uns das aber alles nicht weiter. Was halten wir von ein bisschen Skat? Nicht so hastig, Doktor. Gibt es sonst noch Geheimnisse, die Ihnen die Lehrerinnen anvertraut haben? Keine Geheimnisse, Referent. Nur ein paar Beobachtungen. Was denn? Sternguckerei? Wolken? Seien Sie doch nicht so gehässig, Korf. Das passt gar nicht zu Ihnen. Nein? Also... Die Damen waren den ganzen 1. Mai im Garten, haben sie gesagt. Und deshalb sind sie ganz sicher, dass außer der erwähnten Bäuerin keine Besucher oder Fremde in dieser Stichstraße waren. Es ist auch niemand vom Sportplatz her durch die Wälder, durch die Auen geturnt. Und ihre beiden lesbischen Lehrerinnen können es nicht getan haben? Warum auch immer? Sie sagen, sie seien den ganzen Tag im Garten gewesen. Der Sohn der Pandolfs übrigens auch. Sie haben ihn gesehen und zwischendurch gehört. Er hätte sie dann auch gesehen, wenn sie an ihm vorbeigegangen wären, um Rosamunde zu beseitigen. Wieso haben die beiden den Sohn gehört? Hat er gesungen? Gejodelt? Ohne Diplom? Kaum. Nein, er hat gearbeitet, einen Zaun gebastelt.
um die Schweine von einer Baustelle fernzuhalten. Und dabei hat er sich irgendwann den kleinen Zeh wehgetan und einen Schmerzensschrei ausgestoßen. Danach ist er eine Weile herumgehumpelt und als er gesehen hat, dass die beiden Damen ihn beobachten wegen des Schreis, hat er es ihnen erklärt. Was denn für eine Baustelle? Einen neuen Koben für die Schweine. Den hat er in den folgenden Tagen gebaut, mit Beton und Holz und Wellblechdach. Ich hatte Ihnen doch erzählt, dass der alte Pandolf riesige Werkzeugvorräte hortet, von der Kettensäge bis zum Betonmischer. Wahrscheinlich musste der Ehe- und Aggressionstherapeut sich mal so richtig austoben. Aggressionen abbauen, vielleicht zugunsten seiner Ehe. Koben bauen statt Holz hacken, also ich weiß nicht. Wie auch immer. Ja, ich, wie soll ich jetzt sagen? Ich bekenne, unser Tüfteln macht keine großen Fortschritte. Wenn wir den großen unbekannten Bösewicht ausschließen, der wie ein Habicht aus dem Wald auf Rosamunde niederstößt und sie zerstückelt. Ich fürchte, so wie es aussieht, wird es aber der große Unbekannte bleiben, oder? Gab es da nicht mal eine Fernsehsendung? Es gab viele. Welche meinen Sie? Sowas wie Dein Skat, das unbekannte Wesen? Meinen Sie, wir sollten jetzt doch Skat spielen? Wollen Sie sich nicht weiter behaken heute? Behaken? Wer? Der Feldwebel und ich? Hören Sie mir auf. Tun wir doch nie. Außer häufig. Doktor, geben Sie jetzt freiwillig oder wollen Sie sich blutig mischen? Ich mache das, damit es halbwegs brauchbar wird. Schauen wir mal. Also. Ach du Liebe, Gewalt geschehen. So, eine neue Runde Bier, die Herren. Wunderbar, danke. Das brauchen wir jetzt. Ich bin vorn. Herr Oberst, ich höre. 17,5. Die ersten drei Bier, Stift, Block, Spiel, verbindlichen Dankerwirt. Was wird zu essen sein? Also lassen Sie doch mal die Speisekarte hier. Wir suchen uns später was aus. Gibt es mörderische Neuigkeiten? Ich habe nichts gehört. Sagten wir nicht, der große Unbekannte werde unbekannt bleiben? Scheint so, Doktor. Aber wir wissen, der Schein trügt. Auch der Heiligenschein, Eminenz? Ja, auch der Scheinheiligenschein, Oberst. Skat, Gentlemen, und daneben ein kleines Abendessen? Das heißt, wir geben auf? Ich glaube nicht, dass wir weiterkommen. Obwohl es ja eigentlich gegen die Ehre geht. Wieso aufgeben? Wir haben den Fall doch gelöst. Wie bitte? Sie sehen mich ratlos, Bargmännchen. Wieso haben wir den Fall gelöst? Ja. Suchen Sie sich was zu essen aus. Inzwischen überlege ich, wie ich es Ihnen taktvoll erkläre, ohne Sie vor den Kopf zu stoßen. Merken Sie was, Albrecht? Er will uns behutsam demütigen. Dass ich das noch erleben darf. Ich nehme die Nudeln mit Lachs zur Stärkung gegen das, was er uns gleich auftischen wird. Lachs? Daran tun Sie gut, mein Lieber. Ich finde Sie beide extrem albern. Ich nehme das Kotelett mit Bratkartoffeln und Sie? Mir ist heute vegetarisch zumute. Ich werde den Salatteller bestellen. Sie sind wirklich krank, oder? Salat und nicht vor den Kopf stoßen? Jetzt passen Sie mal auf. Beide. Wenigstens einen Moment und ausnahmsweise. Die Spannung steigt ins Mikroskopische. Na, dann schießen Sie los, Mann. Wie mein alter Freund Sherlock Holmes sagte, wenn man alle anderen Möglichkeiten bis auf eine ausgeschlossen hat, muss diese letzte, wie unglaublich auch immer, die richtige Lösung sein. Da hat Ihr alter Freund möglicherweise recht. Und? Welche Möglichkeiten haben wir ausgeschlossen? Und welche bleibt übrig? Herr Doktor, helfen Sie mir mal kurz aus. Als ich neulich bei Ihnen in der Sprechstunde war, habe ich in den medizinischen Zeitschriften geblättert, die im Wartezimmer liegen. Übrigens könnten Sie da auch mal was Lesbares hinlegen.
Mickey Maus für Sie? Oder soll es was Leichtes sein? Das würde ihn doch von der Vorfreude auf sein Leiden ablenken. Sehr witzig. In einer dieser Gazetten sah ich eine Annonce für eine Knochenmühle, die, glaube ich, innerhalb von 30 Sekunden einen Femurkopf zerkleinert. Ein was? Femurkopf. Femur, Albrecht, ist der Oberschenkelknochen. Und wozu braucht man so eine Mühle? Nebenbei gefragt. Ja, zum Beispiel, um Knochensplitter herzustellen, die bei Implantaten als eine Fütterung verwendet werden. Und außerhalb der Medizin zum Beispiel in Krematorien, zum Zermahlen der nicht verbrannten Reste. Worauf wollen Sie hinaus? Kommt gleich. Also, ich fasse zusammen. 2 von 5 Häusern sind zur fraglichen Zeit leer. Im dritten wohnen die beiden Lehrerinnen, die offenbar kein Motiv haben, Rosamunde umzubringen, auch wenn sie sie nicht besonders schätzen. Außerdem hätten sie dazu an Pandolf Junior vorbeischleichen müssen. Und der war die ganze Zeit da. An den Unbekannten aus dem Wald glaubt keiner und offenbar ist niemand vom Sportplatz her durch die Gärten getürmt. Ist das bin ich aber gespannt, wen Sie als Mörder aus dem Hut ziehen wollen. Und was soll das mit der Knochenmühle? Ich fürchte, ich ahne etwas, aber es erheitert mich nicht. Ja, sind Sie denn beide verrückt oder bin ich als Einziger vernagelt? Stellen Sie doch nicht so indiskrete Fragen, Oberst. Am Ende beantwortet jemand diese Frage und dann müssen Sie damit leben. Aber Sie haben recht, Bergmann. Das erklärt auch diese Sumpflatschen und alles andere. Naja, beinahe. Wer denn, wie denn, wo denn, warum denn, was denn, wann denn? Wenn die Lehrerinnen zu Rosamunde wollen, müssen sie an Pandolf Junior vorbei. Richtig? Wenn aber Pandolf Junior zu Rosamunde will, muss er nur das Haus seiner Eltern zwischen sich und die Lehrerinnen bringen. Potz, Dings und Sapperlot. Aber was hätte der denn für einen Grund? Den haben Sie uns doch selbst genannt, Albrecht. Ich? Was soll ich denn gesagt haben? Mehrere Gründe genau genommen. Erstens haben sie uns erzählt, dass Rosamunde Kinder nicht mag, sie randalierende Blagen nennt und früher schon mal böse Buben vertrimmt und erschreckt hat. Ja, wohl auch die der Nachbarn. Na ja, aber das ist doch kein Mordmotiv. Nach 20 Jahren, der böse Nachbarsbube ist Psychologe, Eheberater, Aggressionstherapeut. Kennt sich also mit Aggressionen aus, wie? Und die Ehe der Eltern? Was ist damit? Der Pandolf Senior ist jähzornig. Und wenn er sich über etwas ärgert, lässt er es an seiner Frau aus. Und über Rosamunde, ihre Katzen, ihren Gestank, überhaupt ihre Existenz, ärgert er sich pausenlos. Wenn Sie Eheberater wären, würden Sie dann nicht versuchen, den Anlass für Ehekriege zu beseitigen? Notfalls, indem Sie selbst Hand anlegen. Ei. Also die Pandolfs fahren weg, getrennt. Und seit der Rückkehr hören die Nachbarn keinen Krach mehr, weil der Anlass verschwunden ist, weil Rosamunde nicht mehr lebt. Also hören Sie mal, das ist... Ja, was ist denn das eigentlich? Während Sie das passende Adjektiv suchen, lassen Sie uns über das Verfahren reden. Also, Pandolf Junior geht zu Rosamunde, wobei das Haus seiner Eltern ihm sozusagen als Sichtschutz oder Deckung dient. Mit einem beliebigen Vorwand. Was weiß ich, eine Katze ist in den Schweinetrog gefallen oder derlei. Also, er lockt sie aus dem Haus oder ist ihr sowieso schon im Garten begegnet. Vielleicht zanken sie sich und er schlägt sie nieder. Er würgt sie, bricht ihr das Genick, was auch immer. Vielleicht hat er eine tragbare Garotte vorbereitet oder so. Na, das hieße, er hätte es geplant, oder? Das war nur so dahergeredet mit der Garotte. Es spielt aber keine Rolle, ob geplant oder im Affekt, außer für die juristische Verarbeitung. Weiter. Er bringt sie also um und überlegt, falls er das nicht längst getan hat, was er mit der Leiche machen soll. Vielleicht denkt er, beziehungsweise assoziiert er Hexe, Walpurgisbrocken, Matronenstein und beschließt, sie zu diesem alten Heiligtum zu bringen. Warum? Er muss die Leiche loswerden, irgendwo deponieren, weiter weg vom Tatort. Er kennt sich ja aus hier. Und er könnte sich gesagt haben... Das wäre eine schöne, falsche Spur. Die Hexe, die zu Beltane an einem keltischen Opferplatz geopfert wird. Also legt er sie irgendwo hin, wo keiner sie sehen kann. Und er will sie liegen lassen, bis der 1. Mai vorbei ist, um sie danach zu diesem Matronenstein zu bringen. Aber das ist doch die schiere, hirnrissige Spekulation. Angenommen, er hat das wirklich geplant und tut es. Wozu dann hinterher der abgetrennte Kopf auf dem Besenstiel? Ich bin gespannt, ob Sie nachher wirklich ein Kotelett essen, Oberst. Ach, was hat denn das damit so... Ach du liebe Zeit, Sie meinen
Die Schweine? Schweine sind Allesfresser. Rosamunde liegt tot herum und er hat nicht bedacht, dass Schweine Haxen, aber auch Hexen mögen. Also bitte, etwas mehr Geschmack. Falsches Stichwort, Herr Doktor. Vielleicht hat Pandolf den Jähzorn seines Vaters geerbt. Jedenfalls sieht er plötzlich, was die Schweine da machen. Und da stößt er einen Wutschrei aus. Therapiert die eigene Aggression? Hinterher humpelt er demonstrativ herum und erzählt den Lehrerinnen etwas von seinem kleinen Zeh. Ha. Und Sie meinen wegen der Bissspuren? Naja, natürlich. Jetzt kann er Rosamunde nicht mehr zum Matronenstein bringen. Sobald man sie findet, wird jemand sehen, also spätestens die Polizei, dass da wer geknabbert hat. Und dann wird man Schweine suchen, klar. Sägen und Beile und sowas gibt's doch bei Pandolfs reichlich, oder? Also trennt er den bisher unbeschädigten Kopf ab. Aber wozu baut er einen Zaun? Das haben die Damen doch erzählt. Damit die braven Tiere, die, sagen wir, das belastende Material beseitigen, es nicht zufällig auf dem ganzen Grundstück verteilen. Gedärme und einen halben Arm. Und leiden Sie bei Ihrem Kotelett, Albrecht? Ach, hören Sie doch mal auf damit. Aber naja, er bringt den Kopf auf dem Stiel an, am Matronenstein, und was verbrennt er? Klar, Rosamundes Kleider, die inzwischen auch zerfetzt sein durften. Kleider, Schuhe, ein guter Schuss Benzin oder Petroleum. Aber wieso Schuhe? Die hat doch immer diese Sumpflatschen getragen. Und die stehen an der falschen Stelle im Haus statt draußen. Haben Sie einen Vorschlag, Kauf? Ich? Ich könnte mir denken, dass Pandolf Junior das nicht so genau weiß, dass sie mit diesen Latschen auch in den Wald geht und wo sie immer stehen. Vielleicht hat er sich gesagt, wenn alles so aussehen soll, als ob sie bei einer Hexenzeremonie gewesen wäre, muss sie richtige Schuhe haben. Hexen, Ausgehschuhe, gewissermaßen. Gut. Das Haus ist offen, also holt er Schuhe und stellt die Latschen hin. Er weiß ja nicht, wo sie hingehören. Kriegen Sie den Rest zusammen, Albrecht? Oder sind Sie immer noch so vernagelt, wie wir das von Ihnen kennen? Dank Ihrer freundlichen Hilfe sehe ich jetzt alles so deutlich, als hätten Sie es selbst angerichtet hochwürden und mich dabei zusehen lassen. Gut so. Und? Die Schweine beseitigen alles, was essbar ist, hinter dem Extrazaun, damit nichts durch den Garten geschleppt wird. Mühlen und derlei gibt's ja genug bei Pandolfs, nicht nur die olle Obstpresse und die Ölmühle. Also wird er, sobald die Schweine mit allem fertig sind, die Knochen zermahlen. Und die Knochensplitter rührt er in den Beton, mit dem er den neuen Schweinekoben baut. Den er nicht gebaut hätte, wenn es nicht nötig gewesen wäre. Was ist eigentlich aus Rosamundes Katzen geworden? Die haben sich rumgetrieben und die Gegend terrorisiert. Und dann haben die Tierschützer sie geholt. Soweit ich weiß, vielleicht aber auch. Sagen Sie jetzt nichts gegen das China-Restaurant, Oberst. Ich werde mich hüten. Fleischklößchen süß-sauer. Und die Eltern kommen aus den getrennten Ferien zurück und zanken sich nicht mehr. Und der Sohn fährt heim. Sie ahnen ja nicht, euer Liebsten, wie sehr ein braver Sohn unter dem ewigen Streit der Eltern leiden kann. Vor allem, wenn er auch noch Eheberater ist. Prost, meine Herren. Das Triumvirat hat erstklassig getüftelt, finde ich. Die Frage ist nur, Prost nebenbei, ob wir glauben, was wir da gehext haben. Aber immer. Ich finde es jedenfalls sehr überzeugend und ausreichend scheußlich, um glaubwürdig zu sein. Das meine ich gar nicht. Meine Frage ist, ob wir damit etwas machen sollten. Sie meinen, zur Polizei gehen? Lächerlich. Stellen Sie sich vor, wie die reagieren, wenn wir ihnen von Schweinen und Koben und Knochenmühlen erzählen. Meinen Sie denn, die könnten überhaupt etwas finden? Etwas, einen Beweis oder wenigstens Restspuren eines Beweises? Also wie ich unsere tüchtigen Gesetzeshüter kenne, kommen die früher oder später selbst auf diese Gedanken oder ähnliche. Vielleicht kann man auch in Beton Knochensplitter finden. Aber solange Sie nicht selbst darauf kommen, würden wir uns nur lächerlich machen. Ich mag es ja selbst kaum glauben. Also die Ruhe bewahren? Skat spielen? Koteletts essen? Ach.
So. Oh. Jetzt geht's mir besser. Herr Wirt, noch 3 Biere. Sie haben aber auch geschlungen, mon General. Ja, der Hunger, wissen Sie, der Hunger. Aber was wissen Sie schon, Hochwürden? Ihr Anliegen ist ja die Seele. Interessant, das von Ihnen zu hören, Oberst. Bisher haben Sie doch die Existenz einer Seele immer geleugnet. Noch seit ich pensioniert bin, habe ich mehr Zeit, in mich hineinzuhorchen. Und? Haben Sie da drin irgendwas? Nein. Wollen Sie sich jetzt den ganzen Abend so unterhalten? Ich denke doch, wir sind zum Skatspielen hier. Ja, ja, schon recht, Doktor. Wo sind die Karten? Da. Ach, Pfui, Parkmann, Sie haben mit Ihrem Ketchup gekleckert. Da sehen Sie sich doch mal den Pickbuben an. Oh ja. Das sieht ja aus wie Blut. Ich bin zerknirscht, mein Lieber. Walten Sie Ihres Amtes, Herr Doktor, verbinden Sie den Pickbuben. Apropos Blut. Hat einer von Ihnen diesen blödsinnigen Krimi am Sonntag gesehen? Nein. Wieso? Ziemlicher Schwachsinn. Zuerst bringt einer einen anderen aus Mitleid um und dann begeht er Selbstmord aus Begeisterung. Unter dem Himmel und im psychologischen Roman ist kein Ding unmöglich. Ein bisschen wirr, oder? Mord aus Mitleid kann ich ja noch verstehen, aber Selbstmord aus Begeisterung... Ja, natürlich. Aber Mord ist ja offenbar wichtig und weit verbreitet.